Bugatti riding, slow tonight, cause I'm loving every moment under city lights. Bugatti riding, slow tonight, cause I'm loving every moment under city lights. Oh, you don't let the ruthlessness prevail.
Hallo zu laut. Hoppla. So. Ups. So. Guten Morgen. Das war richtig, oder? Ist immer noch Echo? Nee, kein Echo. Sehr schön. Hallo und wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Meine Güte, geht's hier ab. Hallo Rena, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Science Star, du geiler Typ. Tüffelchen, mein Schnüffelberli. Becky ist auch am Start. Becky. Was geht, ihr Lieben? Schön, dass ihr so früh alle mit dabei seid. Das ist ja total geil. Mann, jetzt fühle ich mich richtig relevant. Oh Mann, ja, neue Musik gibt's heute. Ich habe mir mal überlegt, weil ich habe in letzter Zeit mal häufiger Synthwave gesehen, gehört, gefurzt. Ich kann Synthwave furzen, falls ihr es noch nicht wusstet. Ja, Synthwave fand ich ganz cool. Und deswegen habe ich mir direkt eine von, wieder von GameChops, ne? Hier, GameChops, kann man das lesen? Ja, GameChops. Geiler Kanal. Der bringt auch die, die Zelda und Chill Musik. Dass ich mir mal überlegt habe, eine Synthwave vielleicht auch mal, ne? Ist das auch. Voll geil, ist voll nice. Nehmen wir. Synthwave. Haare. Ich habe jetzt ja auch lange Haare. Hattest du ein tolles Wochenende? Warte, ist für Wochenende für dich Freitag, Samstag, Sonntag? Denn wenn das so ist, dann war Freitag und Samstag nice. Und Sonntag nicht so, weil da muss ich arbeiten. Aber war trotzdem alles gut. Klar, ich hab ein gutes Wochenende. Nächstes Wochenende wird schlimm, weil da muss ich komplett durcharbeiten. Ich habe jetzt 4 Tage schon wieder frei. Ich hatte jetzt 3 Tage frei. Gestern circa 5-6 Stunden maximal gearbeitet. Nicht mal, sogar weniger wahrscheinlich eher. Fühlt sich nur an wie 5-6 Stunden, weil es so warm ist. Und jetzt habe ich wieder 4 Tage frei. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Voll geil. Aber dafür werde ich dann die darauffolgenden Tage rankloppen, ranschaffen und richtig arbeiten gehen. Eieieiei. Aber Kudos. Kann mich nicht beschweren. Habe viel frei hintereinander. Alles entspannt. Freue ich mich sehr drüber. Das heißt, auch das erste Mal, dass wir es schaffen werden, über die komplette Woche über, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, zu streamen. Ich werde also jeden Tag versuchen, hier zu sein. Kann natürlich sein, dass spontan mal irgendwie ein bisschen was passiert. Heute wir sollen jetzt diese Woche bin ich noch am Bluten? Ich habe mir vorhin einen fetten Pickel ausgedrückt. Der ist, oh, egal. Heute zum Beispiel sollen die Handwerker kommen, deswegen kann es durchaus sein, dass ich mal ganz spontan flipp weg muss. Das tut mir dann natürlich leid, um die Tür aufzumachen und denen zu sagen, was sie tun sollen, weil wir bekommen eine neue Toilettenschüssel. Denn unsere Toilettenschüssel hat einen dicken Riss und wackelt auch nur noch rum. Und ja, das Draufsitzen ist gefährlich, möchte ich sagen. Aber deswegen kann es sein, dass ich vielleicht mal ganz kurz einfach abhauen muss. Mittendrin. Das tut mir dann, wie gesagt, sehr leid. Aber was muss, das muss. Ne? Ist halt so. Aber schön, dass ihr alle da seid. Freut mich. Und wir wollen auch jetzt aufhören mit der Blablabliblublub. Dumme Laberei im Hintergrund, wie man es bestimmt gehört hat, auch schon Genshin Impact gestartet, denn wir müssen natürlich, wie eh und je, in die Genshin Dailies und den Genshin Stuff starten. Cookie ist auch ready, man hört's. Direkt, ja, also,
nichts verstanden, weil ich kann kein Japanisch, aber ich find's cool. Also, Genshin Impact, Dailies und Geschizzle. Let's go. Erstmal Expedition ready machen, damit die Waifus hier sich nicht die Beine im Bauch stehen, während sie fertig sind, sondern damit sie loswiggeln und nice Stuff für mich sammeln. Und können wir gucken, was sammle ich hier normalerweise? Steinchen. Gucken wir auch nochmal hier. Moment, wer war das? Achso, ja, das war Yelan. Noch mehr Steinchen. Ich glaube, hier habe ich letztens geswitcht. Naja, hier habe ich früher ganz viel davon gesammelt. Jetzt sammle ich das, wegen Matsutake. Matsutake ist nämlich auch sehr nützlich. Und hier sammle ich Fleisch. Ich habe vorher hier aber das und Eier gesammelt. Sprich... Entschuldigung, jetzt habe ich einen kleinen Schlucki-Uppi. Wir gucken einfach mal, wie viel wir von den ganzen Schüssel haben. Sunset und Loni, guten Morgen, ihr zwei Hübschen. Schön, dass ihr einschaltet. Wie freue ich mich ja sehr. Bin ich wieder ein Nebenher-Produkt für dich, Sunset? Finde ich toll, dass du heute mal Hallo sagst, anstatt nur reinzulurken. Wie schön, das freut mich. Nein, natürlich ist es auch voll okay, wenn du reinlurkst. Klar, gar keine Frage. Aber wie schön, dass du Hallo sagst. Dann kann ich dich appreciaten, liebes Sunset. Sunny. Heute nicht? Ach so, okay, gut. Dann heute nicht. So, wollen wir mal reingucken, wie viel wir von dem Stuff schon gesammelt haben. Weil ich mache das jetzt ja seit ich angefangen habe. Guck mal hier, 3700 und 2900 ist schon eine Menge. Was haben wir noch gesammelt? Matsutake bin ich jetzt wieder dabei. 800 Eier und Fleisch. Über 2000 jeweils. Ach du meine Güte. Ich will gar nicht wissen, wie viel Lotus ich habe. Obwohl, nee, Lotus geht eigentlich. 1900. Und Hühnerfleisch bin ich jetzt ja auch am Sammeln. Sind aber erst 380, da habe ich erst richtig angefangen. Und was hatten wir noch gesammelt? Ja, guck mal, wie viel wir von dem Stuff haben. Wo packen die Waifus das alles hin? 3000 Möhren! Ah, trink was! Mach ich. Heute kann ich aktiver sein. Schön, freut mich. Oh, okay, das ist nicht so geil. Ich habe mir von Holy Energy was geholt, weil ich... bin ein Freund von Energiegetränken, aber ich möchte gerne den Zucker runterstellen. Deswegen habe ich mir Holy geholt. Holy Energy. Sehr zu empfehlen bisher. Jetzt habe ich leider eine Sorte entdeckt. Ich habe mir jetzt Probierpaket geholt vor einiger Zeit. Jetzt nochmal ein zweites Probierpaket, weil drei Sorten dazugekommen sind. Sehr zu empfehlen. Kann ich sehr, falls ihr Koffein oder energetische Getränke mögt, kann ich das nur empfehlen. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich trinken soll, Sunset. Ja, kann ich nur empfehlen. Es ist lecker. Also es gibt gute Sachen und es sollen nur natürliche Dinge und so ein Geschiss drin sein. Natürlich weiß man nie genau, was in solchen Dingen drin sind. Aber es schmeckt gut. Es kommt mir sehr viel weniger zuckerhaltig vor. Also es steht auf jeden Fall drin, dass da gar kein Zucker drin sein soll. Kommt mir auch so vor und fühlt sich gut an. Ne? Ich bin zwar kein großer Fan von Koffein, aber seit ich Energies trinke, ist Koffein wahrscheinlich schon mit einer meiner Standarddinge geworden. Da ich keinen Kaffee trinke, weil ich Kaffee ekelhaft finde. Eklig Kaffee. Ja, bin ich zum Energy rüber. Viele, viele Jahre energetische Getränke getrunken. Nicht zu viele, weil ich immer gedacht habe, ja, zu viel ist auch nicht gut. Jetzt, nachdem ich dann ja Holy Energy entdeckt habe... dank des Streamers meines Vertrauens, finde ich das ganz gut und habe mir heute, nachdem ich alle probiert habe, also wie gesagt, ich habe das jetzt schon seit einiger Zeit, das Zeug, und probiert habe ich mich jetzt durch alle Sorten, die ich habe, habe ich mir heute für 100 Euro ein paar Tabs bestellt und dann werde ich jetzt demnächst ganz viel Holy Energy in mich reindrücken. Yum, 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 lecker. Das schmeckt lecker. Oh, was, ohne Kaffee keine Sunset. Ja, das kennt man ja von vielen Menschen, die sehr gerne und sehr viel Kaffee... Auch deswegen ist es ja so seltsam. Also, dass ich Koffein mag, ist wahrscheinlich normal, weil meine Eltern beide sehr koffeinsüchtig sind, möchte ich mal sagen. Beide Kaffee am Saufen, ohne Ende. Wenn meine Mom, ja, ohne Kaffee ist wahrscheinlich wie eine Sunset dann. Komplett... Und bei meinem Dad genau dasselbe. Die saufen sich den Kaffee nein bis zum Umfallen, du. Nein, ja, 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 ja. Aber, ne, jedem so, wie er will. Solange sie währenddessen sie den Kaffee in sich reinschütten, auch ordentlich Wasser trinken, ist ja alles gut. So.
perfektes Timing wieder. Muss nur treffen. Nice. Aui! Nächste Daily. Die sind mir doch direkt mal sympathisch. Ja, meine Eltern sind mir auch sympathisch. Ich weiß gar nicht warum. Oh man. Ohne Kaffee kein Sunset. Oh ja, das stimmt ja. Das geht ja gar nicht. Ich wollte gerade ein Hüsterchen. So, Hüsterchen gemacht, kann weitergehen. Wäre schlimm, wenn nicht. Ja, wahrscheinlich schon, ne? So. Nächstes Pitch and Go Aol. Was ist denn Aol? Das würde ich ja schon gerne wissen. So, das ist Draft. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Aber was heißt Awol? Das müsste ich mal googeln. Das hat bestimmt irgendeine Art von Abkürzung. Awol. Ich kenne ASAP, ne? Ich spiele auf Englisch, deswegen ASAP kenne ich, as soon as possible. Aber AWOL? As wonky or lonky? So, die chillen nur rum. Ich könnte sie alle abballern, dann würde Draft aber böse auf mich werden. Deswegen, wir wollen ja nicht, dass die Leute böse sind, wir sollen sie nur offscaren, ne? Das steht auch da. Scare auf the Pigeons. Tup, macht eure Arbeit, ihr Viech aus. Und die haben wahrscheinlich die... Ja, okay, hier ist das... Sieht man schon überall das Fleisch rumliegen. Die haben die Hühnchen gefressen. Na, great. Die haben die Hühnchen gemampft. Und die nehme ich doch gleich mal mit. Lecker. Die Hühnchen ist gut. Die Vögelchen sind ja Tauben. Timing. Bisschen zu spät, aber das macht nichts. Das kriegen wir trotzdem hin. Perfekt. Alter, die Jelan macht so viel Schaden. Das ist so cool. I love it. Ja, hier haben wir auf jeden Fall Hühnchen, also Vögel. Nur halt nicht in der Standardform, wie man sie gerne hätte, wenn man sie als Brieftauben verwendet. Ich hasse Steuern. Verstehe ich gut. Steuern sind doof. Aber wo wären wir in Deutschland, wenn wir keine hätten? Anarchie. Aber ich verstehe dich, Tüffel. Steuer. Widerlich. Egglehef. Lecker Taubsi. Ja, lecker schmecker Taubsi. Lecker. I would probably a great pairing with a glass of Jägerschnaps. Er will sie auch fressen. Geiler Typ. Ohne Papierkram kein Deutschland. Exaktamente. Das sind sehr wahre Worte. Deutschland, das Bürokratenland. Furchtbar manchmal. Ganz, ganz furchtbar. Was habe ich denn? Sehe ich gerade jetzt erst. Oh, der Leyline Overflow ist da. Geil. Oh, das ist nice. Das ist wirklich gut. Da könnte ich mir extra Kohle oder extra Levelbücher holen. Ganz kurz gucken. 400. Und ich habe aktuell keine Charaktere, die ich noch leveln will. Außer... Was vielleicht auch interessant für euch zu wissen ist, ne, falls es euch interessiert. Ich sammle aktuell die Dinger, weil ich möchte auch gerne meinen, weil ich Cookie jetzt schon den Gefallen getan habe, sie auf Level 90 zu bringen. Ich möchte auch gerne meinen Geo-Daddy auf Level 90 bringen, damit er mehr HP hat. Das wird cool. Wenn ich schon dran denke, dass wir die meiste Zeit unseres Lebens mit Schlafen, Warten und Papierkram verwenden. Ja, true, true. Ist schon... Eigentlich doof, aber Schlafen ist okay, weil der Körper muss ja schlafen, ne? Ohne Schlaf kein Körper. Beziehungsweise ohne Schlaf kein funktionierender Körper, sagen wir so. Ja. Natürlich gibt es auch Unterschiede, beziehungsweise gibt es auch Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und die Regel ist, Schlaf ist wichtig. Und ja, ohne Papierkram kein Deutschland, wie wir es heutzutage haben. Wobei man natürlich, sich natürlich manchmal fragt, ob es anders nicht vielleicht sogar manchmal besser wäre. Kommt da jetzt so ein Schild, Heini? Ne, da kommen noch ein paar von denen. Die kann ich schnell umliegen. Da gibt's extra Stuff. Genau das alles. So, eigentlich wollte ich... Okay, lass mir kurz liegen, lass mir kurz liegen. Eigentlich wollte ich nämlich die Ulti starten, um die Türme besser
Weil sie ist so stark, das ist so geil. Oh, der hat ein Schild. Mit dem will ich mich nicht anlegen. So, danke. Tschüss. Das ist klar, aber ich schlafe nur noch maximal 6 Stunden. Ein erwachsener Körper braucht an sich nicht mehr als... wie viel war es? 4 oder 5 Stunden REM-Schlaf. Und einen REM-Schlaf erreicht man irgendwie nach einer Stunde des Einschlafens irgendwie sowas. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Gefährliches Halbwissen, Leute. Informiert euch da lieber selber, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber ich glaube, so ungefähr so war das. Deswegen ist 6 Stunden ist okay. Ist okay. Natürlich könnte es mehr sein, ne? Vor allem für euch wunderschönen Ladies. Ladies brauchen ihren Schönheitsschlaf. Sagt man ja nicht umsonst. Ach nee, hier wollte ich gar nicht hin. Sagt man ja nicht umsonst so. Auch wenn ihr in meinen Augen alle mit Natürlichkeit am allerschönsten aussieht, auch, ne? Deswegen Schlaf. Entschuldigung. Ich könnte immer schlafen und wenn ich mir keinen Wecker stelle, dann schlafe ich ohne Ende einfach weiter, bis die Knochen wehtun. Oh Gott. Ja, zu viel Schlaf ist natürlich auch nicht gesund. Das ist richtig. Aber Schlafen ist trotzdem eine wichtige Sache. Immer dran denken, schlaft ein bisschen. Und wenn es nur 2 Stunden sind, legt euch mittags 2 Stunden hin, wenn ihr in der Nacht nicht schlafen konntet. Whatever. Wenn es die Zeit und die Möglichkeiten natürlich zulassen. Das hast du aber lieb gesagt. Ich weiß, was Frauen hören wollen. Das ist einer meiner Perks. Ansonsten habe ich keine. Achso, ich habe gar nicht reingehört. Entschuldigung. Wir hören uns jetzt nochmal ganz kurz Spike im Rückschlag an. Spike, 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 Spike. Rückschlag an. Spike, 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 Spike. Wunderbar. Funktioniert alles perfekt. Subi. So, wir haben Leyline Overflow. Mal 2. Die Question ist, wie oft? Wahrscheinlich wieder 3-mal, so wie immer. 3, yes. Sehr schön. Dann werden wir uns mal ein bisschen extra Schissel holen. Ich bin immer müde, egal wann. Ob nach 10 Stunden oder 2 Stunden Schlaf. Ja, ich kenne das. Aber nach einer Stunde oder 2 wach sein, entfernt sich diese Müdigkeit und der Tag fängt an, sich der Normalität zu erheben. I don't know, whatever. Deutsch heute wieder ganz gut. Achso, ja, ich wollte gucken, brauche ich Geld? 4,5 Millionen zu 456. Das ist ja im Endeffekt fast das Gleiche, wenn man da nur ein paar Nullen dranhängen würde. Hm. Funny. Ich könnte auch jederzeit schlafen, aber dann schaffe ich nicht meine andere Arbeit oder erlebe halt weniger. True. True. Aber ja, wenn man mal überlegt, die Hälfte des menschlichen Lebens verbringt man mit Schlafen. Ist schon seltsam. Oh Gott, der Pickel ist riesig. Boah, na gut, weil ich drauf umgedrückt habe. Sorry. Ich war früher auch immer müde. Lag aber daran, dass ich um 5 Uhr aufstehen musste. Jetzt durfte ich ein Jahr lang um 6 Uhr aufstehen und war nicht müde. Dann musst du halt zeitig ins Bett gehen. Ich weiß, es ist schwierig, mit all den Möglichkeiten, die man heutzutage hat, nicht ins Bett gehen zu müssen oder wollen, weil man noch so spannende, tolle Sachen macht, wie zocken, irgendwas lesen, irgendwas anderes, ne? Videos gucken oder so ein Crampel. Glücklicherweise habe ich es in letzter Zeit geschafft, mich dazu zu zwingen, wieder zeitig ins Bett zu gehen, weil ich bin zwar auch schon etwas älter jetzt, also etwas älter ist gut, ich bin 33, könnt ihr unter meinem Stream lesen. Und ich habe selbst gemerkt, mit wenig Schlaf komme ich klar, aber es macht keinen Spaß, ist auch falsch ausgedrückt, es macht keinen Spaß, es ist doof. Deswegen versuche ich trotz allem immer so meine 7 bis 8 Stunden Schlaf zu kriegen. Dann fühle ich mich morgens zwar auch immer matschig, wenn ich aufstehen muss, aber wenn ich dann in den Tag hinein starte, ne, wie gesagt, eine Stunde in den Tag hinein, dann geht's eigentlich, dann geht's echt okay. Dann kann ich mich wenig beschweren. Deswegen versuche ich, zeitig ins Bett zu gehen. Habe ich gestern auch probiert. Mich leider ein bisschen früher von meinen lieben Freunden verabschieden müssen. Meinen lieben Internetfreunden. Aber Schlaf ist halt nun einfach mal wichtig, damit der Körper am nächsten Tag funktionieren kann. Und ich versuche, das in mich reinzuprügeln, dass ich diesen Gedanken standardgemäß verfolgen kann. Schlaf wichtig, funktionierender Körper wichtig, denn irgendwoher muss das Geld kommen, ich muss arbeiten. Tägliche Aufgaben müssen erledigt werden, so wie bei Genshin die Waifus ihre Dailies machen müssen, so müssen wir auch wir unsere Dailies machen. Essen, trinken, arbeiten.
So, dann machen wir, ja, sammeln wir, ich würde heute sagen, zweimal Geld, einmal Bücher. Nein, wann ich ins Bett gehe, ist egal. Nur 5 Uhr aufstehen ist mir zu früh. Ach so, okay. Ja, okay. Dann kannst du ja um 2 ins Bett gehen und um 6 Uhr aufstehen. Reicht dir das? Nein, Spaß. Solltest trotzdem zeitig ins Bett gehen. Ein gesunder Schlaf. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt zum 628. Mal. Ein gesunder Schlaf ist nun mal einfach eine sehr wichtige Sache. Oh crap, der ist Wasser. Das muss Cookie machen. Stimmt, aber das Leben sollte nicht aus Dailies bestehen. Auch. Ah! Auch wahr. Auch wahr. Nicht nur aus Dailies, Entschuldigung. Auch wahr. Trotz allem muss man solche Dinge tun. Ja, muss ja alles getan werden. Daily Chores und so ein Gedöns. Alles wichtig. Und seit ich alleine wohne, ist mir das natürlich noch klarer geworden, dass Daily Chores wichtige Dinge sind. Und ich versuche mich daran zu halten, die Daily Chores zu verfolgen. So, ganz kleinen Moment. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Nee. Whatever. Nanyato! Ein Moin Moin auch an dich. Wunderschönen guten Hallihallo, mein Lieber. Schön, dass du reinschaust. Freut mich sehr. Hast ja das letzte Mal erst am Ende des Streams hineingefolgt, weil du erst am Ende des Streams reingekommen bist. Freut mich, dass du heute ein bisschen früher da bist. Wie schön. Kannst du heute ein bisschen länger da sein? Wir machen heute erstmal Waifu Daily Kram. Und dann muss ich nochmal überlegen, ob ich vielleicht heute schon in den Zelda. Ja, übrigens, ich habe mir für diese Woche vorgenommen, einen Zelda Randomizer wieder zu starten. Legend of Zelda Ocarina of Time Randomizer. Yam, 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 yam. Geil, geil, geil. Und, aber ich will auch natürlich noch meine letzte und wichtigste Archon-Quest machen. Da mein Questlog jetzt endlich wieder leer ist. Muss ich gucken, ob ich das hier dann jetzt heute schon starte oder je nachdem, wie aua, 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 wie lange die Archon-Quest dauert. Könnte man ja heute vielleicht die Archon-Quest machen und danach in einen Randomizer reinstarten. Wie gesagt, je nachdem, wie lange die Archon-Quest sich ziehen wird. Ich habe bei der Namenswahl nicht so beachtet, dass es so männlich klingt. Oh, Entschuldigung. Habe ich mich vertan? Bist du kein männliches Wesen, sondern ein weibliches Wesen? Bitte entschuldige. Dann herzlich willkommen, meine Liebe. Freut mich, dass du da bist. So, machen wir nochmal. Wir haben hier das Gebäude herum, eine riesen Baustelle, die ist heute mal wieder mega laut. Oh ja, ich bin froh, dass die Baustelle heute bei uns nicht so reinbollert. Armes Tüffelchen, du tust mir leid. Soll das so sein? Soll was so sein, Loni? Habe ich irgendwas? Hab ich wieder vergessen, was ich gesagt habe und nicht richtig mir selbst zugehört? Was soll wie sein? Kannst du das eventuell nochmal spezifizieren? Oder ging das vielleicht nicht an mich, die Information? I don't know, es tut mir leid, ich bin mal wieder unachtsam. Ja, jetzt gehe ich wieder in da rum. Ich bin ja blöd. Alles gut, bin selber schuld. Nein. Klar, verständlich. Im Endeffekt bist du selber schuld, aber ich möchte mich trotzdem dafür entschuldigen, weil ich will ja, ne, ich will ja politisch korrekt sein. He, she, it, das S muss mit. Was? Deine Stimme klingt heute etwas dumpf. Echt? Probieren wir das Ganze nochmal. Baggerini! Oi, oi, oi. Ai, 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 ai.
Hallo Stümpfe, Klimme, ey, Kali, Kuli, da. Hallo Stümpfe, Klimme, ey, Kali, Kuli, da. Also für mich kommt das alles normal rüber. Können diese dumpfe Information noch andere informativ teilen oder geht's Loni da alleine so? Weil falls es dir alleine so geht, eventuell liegt es dann nicht an mir. Ich hoffe nicht, dass es an mir liegt. Ich würde dir dann natürlich trotzdem gerne helfen, aber ich weiß nicht, wie dann. Tüffelchen findet das zum Beispiel nicht so. Bin ich ja froh, dass Tüffelchen das nicht so findet. Sunset findet das auch nicht, Gott sei Dank. Puh. Und auch Science Dog findet es nochmal. Okay, da bin ich ja froh. Vielleicht bei dir? Also, wir haben ja vorhin noch miteinander im Discord gechillt. War das da anders, liebe Loni? Ha, jetzt ist die Farbe von Loni plötzlich anders. What the f... Loni hat sich umgezogen. Eben war die Farbe noch. Hat sich das auch im Stream verändert? Das muss ich mir im Past Broadcast nochmal angucken. Weil vorher warst du in einem hübschen Rosé und jetzt bist du in einem kräftigen Grün. Voll geil. Oder mehr so Cyan-Grün. Aber mehr Grün halt. Voll geil. Ja, hat sich. Voll geil. Mega. Ihre Farbe ist einfach... Bis hast... Mega cool. Einfach die Farbe geändert. Loni, beste Mitarbeiterin. Bunte Party hier heute. Nice. So, die nehmen wir mit. Nein, fliegt doch nicht alle weg. Oh man, jetzt muss ich hier auf jeden Fall noch 12 Mal hinkommen. Hab die Farbe geändert, weil Janato auch rosa war. Hä, wieso denn? Ist doch... Also, ich will... Ne, Quatsch, wie sage ich das jetzt am besten? Es ist doch... Ja, okay. Musst du ja selbst wissen. Ist ja dein Chatfarbe. Aua! Sonst kommst du durcheinander wie ich in meinen Streams. Hey, alles in Ordnung. Alles cool. Ich lese ja nicht nur... ich lese ja nicht nur die Nachrichten, sondern im Normalfall gucke ich auch ein Stück weiter nach links und schaue mir die Namen an. Aber danke, das ist super lieb von dir, dass du so considerate mir gegenüber bist. Dankeschön. Aber du musst deine Farbe nicht ändern. Wenn du das Rosé schön findest, dann kannst du natürlich auch Rosé bleiben. Außerdem ist meine Lieblingsfarbe grün. Okay, dann ist akzeptiert, was du gerade getan hast. Alles entspannt, dann ist in Ordnung. So, könnt ihr mal euch verpieseln? Dankeschön. Denn jetzt machen wir nämlich weiter, wenn, ja, wir ja schon gesagt, wir wollen hier mein Zerstörer-Team für diesen Gegner. Wir wollen ja unseren Geo-Daddy endlich auf Level 90 bringen, damit die HP sich noch ein bisschen steigert und das Schild noch ein bisschen stärker wird und ich eventuell auch die Fähigkeit auf Level 9 bringen kann. Weil crownen werde ich nur Charaktere, die ich wirklich super cool finde. AKA Raiden. Die hat ja schon einen Level 10 Ulti. Ja, hier merkt man mal wieder, dass meine liebe Ganyu nicht so viel Crit hat. Achso, ja, hier, ganz einfach. Einfach nur zur Seite laufen. Und daneben schießen. Oh, nice. Oh, warte. Noel hat keine Ulti. Oh, oh. Noel hat keine Ulti. Gib mir das. Ah, ich habe nicht gewechselt. Oh, jetzt hat sie eine Ulti. Gott sei Dank. Das könnte bestimmt auch Ito ganz gut machen. Aber Noel ist nur meine Geo-Waifu. Meine liebste Geo-Waifu. Deswegen darf Noel das machen. Ich habe sie letztens auch mal mit den Items von Ito ausgerüstet. So viel Schaden macht sie bei mir gar nicht. Macht mich voll traurig. So, was haben wir hier? Pyro-Damage mit Crit-Damage und Energy-Recharge. Dev. Aber den kann man sich mal angucken. Das war nice. Wieder 3. Ich kriege in letzter Zeit nur 3 von denen hier. Voll geil! Freut mich voll. Immer 3 ist gut.
Immer dry ist gut. Immer dry ist gut. So, Harz ist ausgegeben. Dailies sind gemacht. Oh Gott! Jetzt habe ich den Sprung verschissen, weil ich einfach schlecht bin. Dann sammeln wir hier noch ein paar von den Kristallschmetterlingen ein. Fliegt mal beide hoch. Nein, nicht du. Ihr beiden da unten. Perfekt. Oh nein, ihr fliegt nicht so gut. Mist. Schade. Okay, muss ich nochmal herkommen später. So, ja. Das ist gemacht, das ist gemacht. Jetzt schauen wir nochmal kurz in den Pott rein. Jo, wegen Pflanzis. Ich war gestern Abend schon mal nochmal kurz im Pott und hab... Gestern Nacht eher. Und hab schon mal die Kohle gesammelt. Und die Freundschafts-XP ausgegeben. Und hab mich gefragt, wann das hier passiert. Aber wir sehen, Pflanzen sind am Start. Oh, jetzt wird's wieder lustig. Nächstes Mal beim Abernten wird's wieder geil. Da darf ich wieder ganz viel Kram sammeln. Yay! Plant. Und. Plant. Hallo, lieber Kranich. Knutschi, knutschi. Nein, Spaß. Der Kranich wollte kuscheln. Subspace, go. Ja, 360. Nehmen Sie trotzdem einmal, um das Ganze zu resetten. Zack, zack, danke, tschüss. Und natürlich, neue Woche heißt neuer Kram zum Sammeln. Zum Kaufen meine ich natürlich. Exchange. Die Hero Suite nehmen wir auch. Boop, dankeschön. Die Enhancement Ores nehmen wir natürlich auch. Und die Kohle, weil wir aktuell so viel Coins haben, nehmen wir natürlich auch. Träumchen. Dann holen wir uns noch Creatures. Warum auch immer das Creatures of the Realm heißt, obwohl es einfach nur Samen zum Pflanzen sind. I don't fuck. Dringling understandy. Aber kann man ja mal probieren. Creatures of the Realm. Die füllen wir jetzt auch wieder brav auf. Ich frage mich, ob sie irgendwann mal neue Samen rausbringen. Ich denke mal schon. Ne, mit dem nächsten Gebiet. Übrigens, habt ihr auch den Genshin-Stream gesehen? Zur neuen Version 2.8. Da kommen ein paar coole Sachen auf uns zu. Das freut mich schon. Ein kleines Preview auf das neue Gebiet Sumeru. Das Dendro-Gebiet gab es auch. Oh, und die Statue sah tatsächlich so aus, als würde dort der Archon einer von den kleinen Charakteren sein. Ein kleiner Dendro-Charakter? Voll geil! Generell Dendro-Charaktere. Ui! Und vielleicht kriegen wir hoffentlich auch bald Baizu, ne, den Apotheker-Heini, auch mal als Charakter. Das wäre so geil. Endlich. Ich bin so gespannt, wie sie Dendro in dieses Spiel hineinbringen werden. Es interessiert mich so sehr. Sehr gespannt drauf. Oh, Dendro. Ich habe übrigens die PC-Abstürze bei mir in den Griff bekommen. Nice, sehr schön. PC-Abstürze sind kacke. Und wenn du sie in den Griff kriegst, darüber freue ich mich sehr. Schön. So, damit hätten wir, glaube ich, alles erledigt für heute. Damit bin ich soweit durch. Die Challenges habe ich alle, ne? Yes, die habe ich alle. Und weitere. Es tut mir leid für die Leute, die es interessiert, aber für irgendwelchen Kram, für die Kanne interessiere ich mich halt gar nicht. Die Kanne ist eine coole Sache, aber nur für Leute, die es halt cool finden. Ich finde es nicht cool. Hier ein paar habe ich mir gemacht. Einen habe ich verschickt. Habe, glaube ich, sogar noch ein paar übrig. So, das haben wir auch gemacht. Sehr wunderbar. Testruns. Ich könnte... Ach nee, Quatsch, könnte ich nicht. Haken. Die sind mir egal. Und Hangout-Events mache ich nicht. Der kommt echt raus. Ja. Kanne ist Beste. Für dich. Verstehe ich. Manche Leute mögen die Kanne, manche Leute mögen die Hangout-Events. Das sind zwei Sachen, die mich an dem Spiel so überhaupt nicht interessieren. Aber mich kann auch nicht alles interessieren an Genshin Impact, ne? Sonst wäre es ja perfektes Spiel. Dann würde ich ja nie wieder was anderes spielen. Wäre ja auch langweilig. So, ganz kurz was gucken. Nö. Die Namen sagen mir alle was. Wunderbar. Scheinbar keine Bots. Präumi. So, also machen wir endlich, liebe Freunde, endlich die Archon-Quest. Es wird Zeit, dass wir
hoffentlich neue Dinge von Dein Slave erfahren über unsere Schwester. Bin eher jemand, der gerne etwas baut, erstellt und designt. Das sieht man alleine daran, wie kreativ und künstlerisch begabt du bist. Das sieht man da ganz klar. So, wir verstellen natürlich auch nochmal das Team. Das Daily-Team bleibt, wie es ist natürlich. Und wir nehmen... Ne, das ist ja gerade mein Zerstörer-Team für... Machen wir hier hinten. Bip, 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 bip. Tschüss. Nehmen wir ordentlich Damage. Bisschen Verwirbelung. Yummy, yummy. Danke für das Kompliment. Ich kann nichts anderes machen, außer dich zu komplimentieren. Deine Zeichnungen sind einfach cool. Klar gibt es immer noch Richtungen zur Verbesserung, aber deine Zeichnungen so sind schon geil. Ich fand deine Jinx auf deinem Instagram-Account ziemlich cool. So, wo waren wir? Bisschen Verwirbelung. Noch mehr Verstärkung für unsere Raiden und Heilung. Dann können wir noch einen schönen Sub-DPS mitnehmen. Und klar, wer soll es anderes sein, außer meine wundervolle Yelan. Zack, deploy, let's go. So, also, bin ich ja mal gespannt. Hauptquest, liebe Freunde. Let's go. Irai? So, いや、もしかして、ダインは何か知ってるのか?ああ、思い当たる節がある。貴様たちが感じ取れないのも無理はない。この異国が呪いの力を弱め。呪い?確かこの前、ダインがカンルイヤの…ああ、俺は数百年この呪いがもたらす苦痛に耐えてきた。だが、この地に足を踏み入れてから、今この時も、 俺の体は強い意志で訴えている。ここに残れとな。そもそも、どうしてここには呪い?俺もそれを解明したいと思っていたところだ。だが、俺の知る限り、アビス教団にこのような技術はなかったはず。ああ、そういうことだ。貴様はなぜ水面に映る自分の顔を恐れ、それを見ないようにするためだ。 何しろ記憶の中の自分と比べたら、それはあまりにも醜い。絶望不死の呪い。その実態は永久的な不死を。元に戻る方法はないのか?不可能だ。摩耗により魂と肉体はすり減ってゆき、死という形を迎えることなく灰となる。ヒルチャールは己の最後が近いことを悟ると、本能的に静かで暗い場所を探す。 呪いの力を弱めるこの場所こそが奴らに。まさか。雑談は終わりだ。か。え、どうしたん?敵だ。 Oh, darf ich mit Dainsafe spielen? Das wäre cool. Natürlich nicht. Schade. Mach die zwei wieder. Kenn ich doch schon. Streamst du auch mal abends? Bisher leider gar nicht, nee. Ich bin nicht so der Typ für Abendstream, weil wenn ich abends Zeit habe, ist es normalerweise so, dass ich schon gestreamt habe, ne? So 11 Uhr mäßig, oder dass ich arbeiten war und nach der Arbeit fühle ich mich einfach nicht so, noch streamen zu wollen, tut mir leid. Kann natürlich mal sein, dass ich vielleicht mal in irgendeiner Form meine Zeiten switche, durchaus, aber aktuell, wie ich es immer versuche, unten in der Info den Streamplan aktuell zu halten für jede Woche, weil ich, ne, siehst du unten dann in dem Panel, weil ich halt Wochenpläne kriege. Aber ich meinte auch, in Spielen baue ich lieber was auf, als zu zerstören. Ja, klar, natürlich. Deswegen spielst du ja auch gerne Raft und sowas, ne? Manche machen gerne in Spielen viel kaputt zum Spaß. Durchaus. Gehört auch in manchen Spielen dazu, ne? Gerade weil es mir auffällt, deine Kamera verdeckt den Untertitel von den Dialogen. Ich bin da mal weg, Leute. Nein, Spaß. Ja, Dialoge. Ja, Moment.
Dann machen wir doch für die Dialoge, wenn ihr die gerne lesen möchtet. Aber warte, das wäre doof. Da wäre ich dann über dem Chat, aber dann kann ich den Chat ja verschieben. Sekunde. Live dabei seid ihr, wie ich jetzt hier Veränderung vornehme. Dann ziehen wir den Chat einfach ein bisschen höher. Cam, Alerts sind da. Genshin. Ja, dann bin ich jetzt unten ein bisschen abgeschnitten. Das tut mir zwar leid jetzt für die Dialoge. Für die Stream, fürs Aussehen. Aber wenn ihr gerne die Dialoge lesen möchtet, möchte ich euch natürlich nicht davon abhalten, sondern euch eine bessere Qualität liefern in dem Fall. Okay. Die Zeilen in Genshin sind auch zu lang. Ja, das stimmt. Oh, wer ist er denn? Der hat ein dickes Schwert und eine dicke Rüstung auch. Warte, Kisama-tachi wa sagatte iru. Kieta. Und tschüss. あの国家騎士。何という事だ。あれを持たずに500年も自我を保てるはずがない。それにこの覚えのある感じ。どうも気にか。いや、この悪夢のような災厄の中、そのような奇跡が生まれるはずもない。先に進むぞ。め。うん。Habe ich mir auch gerade gedacht, als der da so oben stand. Der sah nämlich zu anders aus, als dass er ein normaler Gegner sein konnte. Es musste einfach jemand sein, der noch Daneslave maybe sogar kennt. Hatte auch Probleme mit meinem Overlay. Untertitel sind mega unvorteilhaft platziert. Ja, ist halt so, ne? Muss man durch. Und jetzt sieht man halt, dass ich nur so ein halber Mensch bin, dass ich hier abgeschnitten bin. Arme habe ich zwar noch, aber Unterteil ist halt futschig. Nein, Spaß. Viel Spaß im Lurk, Loni. Danke für deine Lurk-Unterstützung. Er kann das mit seiner Ultra-Abyss-Power, die er hat, oder whatever er für eine Power hat. アビス・パワー、そういうこと。俺からすればこんなものは。ああ、おいら分かったぞ。やっぱりというか、ダインっていろいろと内情を知ってるよな。通りでアビス教団に目をつけられるわけだ。おそらく必然的なつながりはない。だが近づけば近づくほど、これらただアビス教団に先を越されてしまったがな。 Nochmal zwei so eine Heunis. Bin ja mal gespannt, was mich hier erwartet. Ob ich mein Geschwisterchen wiedersehe? What the fuck? Da sind Hilichurl, die komisch leuchten. Okay.
Was ist mit denen los? Ja, Harina. Ano Kokuja Kishitachua. Abis Kyodan. Ano Hiruchalu Tachi. Korega Ore no Sakita. Hiruchalu no Ketsmatsta. Loka Gasusumi. Hikario Kenos Suryoni Natta Hiruchalu. Yagate Krai. Demo. Nande Kokuja Kishitachua. Oh, da kommen ja noch ein paar. Kokuja Kishitachua. Ah, er wieder. Ich wusste, dass er ihn kennt. War ja klar. Oi, キサマはその答えを知りたがっている。国弱士はただ義務を果たしているだけに過ぎない。今しがた俺も事態を把握したばかりだが、おそらく他の騎士に命令していたのは、かつての宮廷親衛隊。それって500年前の人?カンルイヤに最悪が訪れた日、俺は末皇の剣として王宮に駆けつけた。だがその前に、ハールブダン全ての国弱士に通達しろ。 いかなる子確かに俺たちは宮廷親衛隊の肩書きを背負っていた。だが、あの悪夢のような最悪を神々の力の前では、カーンルイヤ人という身分しか理性を失った国弱士だが、その心の奥底では、この遺跡を最悪に見舞われたカーンルイヤだと思い込み、あのヒルチャールたちを助けを求めるため、俺が聞く限り、 奴らの叫び声は他者への威嚇ではない。じゃあ聞き取りづらいが、俺にはわかる。あれは古代カーンルイヤ語だ。奴らはこう言っていた。逃げろとな。俺も認めざるを得ないな。500年経ってもなお消え去ることのなかったこの月。気にやむ必要はない。一時とはいえ、 Also ist dein Slave nicht der einzige, der schon über 500 Jahre alt ist, weil wir haben ja schon gelernt, dass die Kanodirari, wie auch immer man sie ausspricht, mit einem Fluch belegt wurden, dass sie ja unsterblich sind, so gesehen. Wo muss ich denn hin? Oh, da. Hier weiter. Achso, ich muss hier wieder raus. Okay. Oh, guck mal. Hier ist sonst nichts weiter? Nee. Na, wir haben ja schon gelernt, dass sie leider alle unsterblich gemacht wurden durch irgendeine Art von Fluch. Oh, ich habe ja gar nicht mein Lämpchen an. Das sind jetzt also auch Gegner aus dieser Region. Kanri Rarirurum. Oh, hier ist sogar. What the f. Kann ich es aktivieren? Nö. Wo will er hin? Ist alles kopfüber. Warum? Yeah, I don't check this. Wir hatten ja auch in der Quest, wo wir das erste Mal unseren Sibling, also unser Geschwisterchen getroffen haben, unseren Zwilling. Entschuldigung, so, jetzt habe ich es. Da war ja auch so eine Statue, die kopfüber hing. Und hier sind jetzt Teleporter kopfüber. Das ganze Ding hängt kopfüber. Was ist hier am Happen? Und wieso kann ich das Ding nicht aktivieren? Das finde ich doof. Ich möchte das gerne aktivieren, wenn das hier schon rumwiggelt. Hallo? Aktivation? Nö, geht nicht. Na gut. So, wo soll ich jetzt hin? Da hinten. Kasua!
一言も話さないけど、大丈夫か？気にするな。ただ昔のことを考えていただけだ。まさかこの俺を慰めようとしているのか。そんなもの俺には不法だ。Also noch mehr von den Helichüren。消えていくのを静かに待つヒルチャールたち。Finally fade away, dann kann ich ihnen auch helfen, indem ich sie zerstöre. Also, oh Mann, dass ich jemals Sympathie gegenüber Helichüren empfinden würde. Hätte ich nicht erwartet. Spiel ist gut. Mit Gefühlen spielen kann das Spiel. Spiel, 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 Spiel. Da hätten sie noch mehr von den Viechern. Oh, hier ist eine blaue Quest irgendwo. Unter mir. Moment, das markiere ich mir mal schnell. Weil ich weiß, dass ich es vergessen würde sonst. Yuko. Sehe ich, hole ich mir sofort. Wenn die auch von vor 500 Jahren sind, diese Helichurls, dann wundert mich das tatsächlich nicht. Den taggen wir natürlich. Was ist hier? Ach so, okay. Das werde ich, obwohl. Sache, das funktioniert noch ganz normal, das Wasser. あの池に着いて、あの池は都市そのものと一体になっているようだ。そして俺の推測では、あれが呪いの力をここにいると先ほどよりも体が楽になっていくのを感じる。おそらくあの池の水には浄化作用があるのだろう。浄化？それって。あの池の水を使い…いや、それは不可能だ。え、なんで断言…俺は理性を保ったまま、この呪いと500年を共にしてきた。俺より呪いに詳しい者など今、この呪いは世界の因果に匹敵する烙印。そして、神々の呪いは人間そのものよりも格が高いものだ。俺には感じる。今にもこの呪いが末端にまで浸透し、俺の一部となり、しまいには自分と取って代わろうとしていること。呪いによる侵食を一時的に抑えることは可能だ。しかし、体の一部を焼かれ、灰になっていくのを想像するといい。それと同じ苦痛が体を。Ist leider kochen wir weg bei. Alles klar, Loni, danke, dass du reingeschaut hast. Ich hoffe, es gibt was Leckeres.ここから感じられる池の浄化作用は従前なものではない。呪いを抑える程度に。そうなのか。あと、もう一つ気になるんだけど。正直俺もあのような構造の装置は見たことがない。アビス教団が設置したと考えるのが自然だろう。ゲイナ？Ja. こいつってハールブダンって騎士だよな。俺に話があるのか、ハール。ね、ハラ nicht. Er geht einfach wieder. Tschüss. でもついてこいということだろう。さて、貴様たちはどうする？
So da na. Ja. We are going. Was ist hier am happenen? Das ist schon geil. Funny. Das kann ich doch jetzt auch zerstören hier. Puff, nice. Karade Yosh. Dann nicht. Kono saki ni ore tachi ni misetai mono ga aru no kamoshirenai. Iku zo. Mysterious. Very, very mysterious hier. Möchte wer für mich weitermachen? Ich wünschte, ich könnte, aber ich habe noch weniger Plan von so einem Steuerkram. Ich glaube, da würdest du dich nicht glücklich schätzen können, wenn ich das für dich mache, weil dann wird's nicht gut. Einfach durchhalten. Du schaffst das, Tüffel. Ich believe in dich. Muss leider arbeiten. どちらにせよ調べる価値はある。ここ一帯を調査するとしよう。 Hey, Legendy Player, moin. Na, mein Lieber. Schön, dass du einschaltest. Wie geht's dir? Wir machen ja gerade endlich die Archon-Quest. Endlich. Alles wieder gut nach einer Woche Fieber und selbst? Oh, war das Fieber? Schön, dass es dir wieder gut geht. Gott sei Dank. Mir geht's immer gut. Weißt du doch, schlechten Menschen geht's immer gut. これはカーンルイヤの国家インテイワットだ。かつてカーンルイヤのいたこの花の開花期間はもともと2週間しかない。だが誰かに手折られカーンルイヤの土から離れると故郷の土に帰って初めて花びらは再び柔らかくなりやがて塵となって枯れる。 故にインテイワットは勇士、つまり郷を離れて旅する者を象徴し、また、この花がここにあるってことは。 Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie die Blume, die Hotaru in den Haaren hat. Ich wollte gerade sagen, Zeitsprung oder was? Oh. Tendi
こんな優柔不断なままではいけない。殿下、装置の準備はじきに完了する予定です。ご命令を。賞賛はどのくらい？理論上ですと、およそ…いや、やっぱり…たとえ 1% でも望みがあるのなら、私たちも同じ。すでに、深淵に飲み込まれてしまっている。尊厳なく生きるより、あの者たちは、一刻も早く循環へと戻った方がいい。これ以上、言われのない罪を。Leuchten ihre Dinger immer noch weiß? Sieht so aus. Etwas gelblich geworden, ja. Erinnerungen wahrscheinlich, ne? Oder Rückblick. Guck mal, ich bin schön farbig. Habe ich die Erinnerung jetzt so gesehen gelesen? Hotel. なるほど。これが双子だけが持つ奇妙なつながりと今の話によれば、奴らは装置を利用して呪いを浄化しようとしている。おそらく先ほど、それに彼女は復興と口にしたんだな。頑固なやつだ。やはりまだ諦めていなかったか。どうやら教団はこの地を利用してヒルチャールにかかった呪いを浄化するつもりのようだ。彼らを元に戻し、そしてカーンルイや復興の意、何しろ国民なくして国家とは呼べないからな。ふん、全く愚かな考えだ。そんな可能性言ったはずだ。俺はこの呪いと共に500年を過ごしてきた。救いなど決して存在しない。仮に強引に呪いを払おうとすれば、痛みだから理性をもってして俺は何度も言い聞かせてきた。あれはもうに、それに執着し感情を傾けすぎてしまえば、やがて奴らのように偽善という、そうなってしまう前にもっと救うか。ふん。ああ、確かにそうだ。俺たちはた何の問題もない。だが、貴様がどちらを選ぼうと、俺の心が揺らぐことはない。アビスを阻止することこそ、俺が歩む道だ。それに賛同できないのであれば。そうか。どうやら初めて会った時にした3つの質問は無駄ではなかったようだ。すでに貴様は自分なりの見方でこの世界、貴様が本心を明かした以上、俺も隠しておくつもりはない。俺は今回アビスを止めるという目的、ハール武団たちの意志を踏みにじる、アビスの独善的な行為を許せない。アビスはいつ現れるかわからない。油断せずに進もう。Ich denke mal, wenn wir alle Elemente für den Traveler, ne, wenn wir alle Nationen bereist haben und alle Elemente haben, dass wir dann auch weiße Farbe bekommen werden. Jetzt habe ich mich, als wir das erste Mal... Oh. まだ異変は続いている。どうやらアビスタインスレイブ、何とも執念深いやつだ。しかも殿下の決、前回転移網の確認が遅れ、お前をここに送ってしまったのは逃げるばかりの臆病者だった貴様が、我々は殿下のご意志を貫き、
邪魔者を排除しなければ、そしてこたびこそ民を苦しめ続ける。あいつらを苦しめているのは貴様たちの、あのヒルチャールたちには呪い以外何も残っていない。もう引きはせぬ。さあ来い、ダインスレイブ。そのくだらない意志とやらのために命を懸けてまで時間を稼ぐ必要があるのか。貴様たちの言う呪いの浄化、池の下にあったあの装置を使う。アビスが持つ技術を侮る。あの装置に敵の強化作用は何百倍にも増幅されている。そのような強引で短絡的な手段、やはり貴様たちを開花を続けていたのだ。Oh, das macht nicht deinen komischen Schiss. Das ist der nervigste Angriff, den die Wassertypis haben. Aui, das hat weh getan. Ich brauch mal eine Bennett-Ulti. So, kannst du dich hier reinstellen? Stell dich halt nicht da rein, ist mir egal. Na doch, hat er sich reingestellt. Nice. Mal schauen, wird noch ein paar Jährchen dauern, bis alle sieben Elemente ein Gebiet haben. Das ist wohl wahr. Aber das macht das Ganze ja so spannend. Deswegen, ich mochte die Geschichte von Anfang an sehr gerne. Und als es dann rausgekommen ist, dass höchstwahrscheinlich der eine Twin, den man sich nicht ausgesucht, 500 Jahre vorher in dieser Welt gelandet ist und diese Welt erlebt hat, und wir jetzt 500 Jahre später im Endeffekt genau dasselbe machen, die Welt erleben, aber jetzt, wie sie halt neu ist und sie, also sie in dem Fall die Schwester, also das Geschwisterkind, das, der Zwilling, da ist er, der Oberendboss sein könnte, wahrscheinlich sogar wird, schätze ich jetzt einfach mal, weil sie, der Zwilling, der Leader vom Abyss ist und das Abyss ist halt, ne, für uns The Enemy, der Gegner schlechthin. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie weit das geht. Aber ich habe mir schon das erste Mal, als wir unseren Zwilling getroffen haben und der nicht irgendeine besondere Farbe an seiner Kleidung hatte, wo die dann diese Farben bekommen, wenn sie ein anderes Element annehmen, da habe ich mir schon gedacht, dass das Weiß wahrscheinlich bedeutet, dass sie entweder eine andere Power hat, in dem Fall die Abyss Power, oder halt alle Elemente vereint sind. In irgendeiner Form. Aber bin ich sehr gespannt. Und ich dachte, Paimon ist der Endboss. Nein, für Paimon habe ich eine andere Theorie. Wegen ihrer Krone. Die kann ich dir gerne gleich auch nochmal erzählen. Ich glaube, Paimon ist auch eine Art Gottheit. Weil wir haben ihre Krone. An jeder Statue ist diese Krone. An jeder, die wir bisher kennen. An der Windstatuen, an den Erdstatuen, an den Elektrostatuen. Überall ist diese Krone vertreten und ihr komisches Zeichen, was sie hier auf rumzufliegen, Paimon, was sie hier hat, das ist auch überall vertreten. Ich glaube, sie hat auch irgendeine göttliche... Toll, jetzt habe ich den Teleporter da oben. Jetzt muss ich da wieder irgendwie hoch. Oh, guck mal da hinten. Da ist noch so ein Ding. Wie soll ich denn da jetzt wieder hochkommen? Crap. Wie bin ich da hochgekommen am Anfang? Ich war von hier aus dahin gelaufen, ne? Döner holen. Alles klar, Nanyato. Bring mir einen mit. Bist ja fast 60. Jo, hab ich bald geschafft. Bald. Bist erst gerade Anfang 59. Ja, da war ich vor ein paar Monaten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es gedauert hat, aber ist schon eine Weile her, dass ich dann mein letztes Abenteuer-Level-Up hatte. Nein! Nein! Oh, schnell, halt dich fest! Oh, Gott sei Dank.
Ho! What the? Okay, sie haben tatsächlich irgendwas gemacht. Oh. Oh. Cinematic, geil. Guck mal, er hat jetzt in dem Cinematic hat er die Geo. Die Geo Power. Was macht der? Ich wollte gerade sagen, geht's ihm jetzt auch nicht gut? Ja, tut es. Da kommt sein Halfdan wieder. Das jetzt mit seinem Leben beendet? Alles klar, Boss. Oh. Oh, zu früh. Ah, der zieht mir jetzt ja wieder die ganze Zeit die Ultis ab, ne? Drecksau. Natürlich nur, wenn er mich trifft und er trifft mich ständig. Schon ein Bennett-Ulti hätte ich gerne nochmal. Dann habe ich auch wenigstens die ganze Zeit Feuerangriffe. Okay. Ich habe auch immer was an der Decke, weil es schön aussieht. Ja, same. Gott sei Dank tropft es nicht runter. あいつの検診を無駄にしないためにもここで時間を使う転移の扉と周りの光は見たか。奴はおそらくエネルギー装置を他のところに分散した。あのアビスが設置した転移の扉を通るのか。だ、bin ich ja jetzt mal gespannt. する必要はない。ハールブダンたちは俺よりはるかに苦しんできた。行くぞ。 Okay. Crazy. Überall so eine Abyss-Mages.
Tja, ich bin jetzt in der Tüte. Seit wann hat sie so viel Sympathie für Hilichurls? Das ist echt süß. Und wie soll ich an das Ding da oben hinkommen? Oder muss ich nur die seitlichen Strahls zerstören? Autsch. Karina. Perfekt. Aha, das sind wie Steine, so ähnlich. Ein bisschen schwächer teilweise. Ach ne, sind nur drei. Es sind drei von vier, also sind es nur die vier, die ich machen muss. So. Immer noch gerne aktivieren. Das wird ja auch angezeigt, als nur auf der Map wird es nicht angezeigt, ne? Ne. Oh, verdammt. Jetzt muss ich zu Fuß zurückkehren. Komme ich da hoch? Ah, das kriege ich hin. Gerade nicht so viel Ausdauer ausgeben am besten. Oh, Cinematic again. Das ist er doch bestimmt. ダインにも休みが必要だと思うぞ。休暇？俺に似つかわしくない言葉だ。俺にはまだ情けねばならないことがある。今この時も運命の食器の計画は進んでいるの。ここの増幅装置もあの計画と何か関係があると疑った方がいい。
気遣い感謝する。次に会う時、貴様が向こう側になっていないことを祈ろう。まったく、最後にあんなこと言うなんて。根に持つにも程があるお前の妹さんには会えなかったけど、手がかりはいっぱい手に入った旅は続けてれば、いつか会える日が来るさ。そしたら、ちゃんの、忘れるところだった。オイラたち、ヒルチャールの変わった、ひとまず、 Kira, Yuzu, Raid, hey, bist schon fertig? Wie war das Spiel? Habt ihr schön gezockt? Danke für deinen Raid, liebe Kira. Und herzlich willkommen an alle Raider. Wir machen hier gerade noch die Archon-Quest fertig. Ja. Die habe ich immer noch nicht gemacht. Jetzt mache ich sie endlich. Meine Questlog wird nach dieser Quest endlich leer sein. Schön. Yo, yo, hallo. Hallo, Nihilia. Oh Gott, tut mir leid. Hey, yo. Kira, Nihilia. Ich nenne dich einfach Nihe. Ist Nihe okay? Hallo, Nihe. Herzlich willkommen, liebe Raiders. Macht's euch gemütlich, nehmt euch was zu trinken, geht nochmal schnell auf die Toilette. Okay, ich wollte gerade, ich habe natürlich gesagt, wir haben die Quest durch. Und jetzt endlich, nach so vielen Wochen, mein Questlog wieder leer. Da wir jetzt auch nichts mehr zu lesen haben, gehe ich wieder nach unten. Da, wo ich eigentlich bin. Boop, ungefähr hier. Zack. Oh, die Quest war so cool. Oh ja, die war wirklich nice. Und interessant vor allem. Wieder so viel Neues gelernt und das Wasser da oben ist immer noch am rumsplättern. Und es sieht tatsächlich an den Rändern nicht so aus wie Wasser. Hier so. Das sieht eher aus wie ein Himmel oder so, wie ein Sternenhimmel. Nice. Kein Problem. Ich werde das bis zum nächsten Mal auf jeden Fall lernen. Nihilia? Das klingt doch gut. Nihilia. Oh, okay. Bis zum nächsten Mal gelernt. Also nächstes Mal ist jetzt. Lol. So, dann haben wir 85% in den Mines. Und ich habe natürlich jetzt noch gerade gesehen. Hey, Nihilia schließt sich auch direkt der Rebellion an. Vielen Dank für dein Follow, liebe Nihilia. Und herzlich willkommen in der Rebellion. Ja. Rundi, Popoy und Prim können Unterstützung gebrauchen. Den nehmen wir noch mit. Sehr schön, weil damit müsste ich jetzt, glaube ich, wieder 8 Stück haben. Dann kann ich ihn wenigstens noch aufs nächste Level bringen. Und hier ist noch eine Quest. Okay, Questlog ist wieder nicht mehr leer. Ich weiß nämlich, wo noch eine Quest ist. Müssen wieder 8 sein, ne? Yes, perfekt. Level 9, geil. Damit kriege ich ein Northlander-Billet. Nice. Nice, nice, nice. Was bekomme ich hier? Oh, noch ein... eine Name-Card. Die wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen, die gute Name-Card. Da werde ich mich dann bei Zeiten drum kümmern. Aber wir sind noch nicht fertig mit Quests, liebe Freunde. Aber ich denke, das machen wir beim nächsten Mal. Oder mache ich das jetzt noch? Machen wir heute wieder einen ganzen Genshin-Tag? Aber kriege ich damit noch 1,5 Stunden gefüllt? Measuring Beacons. Und ich weiß, dass hier noch eine Quest war. Die hole ich mir jetzt auch nochmal fix. Jetzt ist sie wieder weiter oben. Oh, hier haben wir auch noch was. Oh, hier ist die Quest. Sehr schön. Oh, da oben ist so ein Ding. Ja, hier habe ich mich noch nicht so wirklich umgeschaut in dem Gebiet hier. Da habe ich dann noch was, noch ordentlich was zu tun. Machen wir erstmal kurz die Kampfquest hier. Oh, oh. Der hat auch keinen Bock zu kämpfen, ne? Oh,
mal. Tschüss. So, kurz alle heilen. Voll. Und ihn noch. Zack, zack, zack. Passt. Kiding. My toy is missing. Süß. Ich will doch nur mit meinen Jochen spielen. Niedlicher Typ. Yes. Ach so, eine Doll. Okay. Of course. Klar helfen wir dir, Gidding. Ach, my poor daughter lost her doll. Okay. Das ist natürlich wieder was anderes. Kurz einmal Achievements. Danke, danke, danke. Noch mehr Achievements? Nö. Und Special Event? Oh. Bouncing Blobby Slimes. Okay, Moment. Das machen wir dann einmal so. Hüpfen einmal hier rüber. Das muss weg. Zack. Sieht man das? Nee, das sieht man ja gar nicht. Okay, mach ich später alleine. Sekunde, wir gehen wieder zurück in Genshin. Hallo. Zack. Sorry. Mach ich später selber. Ich tue das einmal hier mit rein. Damit ich es nicht vergesse. So, Genshin, weiter. Entschuldigung, ich dachte, wir können das mal schnell zusammen machen. Aber ich habe noch nichts eingestellt, richtig. Da muss ich noch mal ein paar Einstellungen machen. Warum haben die hier ein eingesperrtes Vögelchen? Na gut. Ja, super. Das soll das erstmal für The Chasm hier gewesen sein. Jetzt haben wir wieder zwei Quests, die wir noch machen können. Darum kümmere ich mich dann aber erst beim nächsten Mal. Denn wir haben noch was Item-Technisches. Wo? Da? Ah ja, den Northlander Billet. Nice. Den muss ich auch. Ich weiß gar nicht, was ich brauche generell, weil ich glaube, ich habe echt eine Menge Billets. Wo waren die denn nochmal? Waren die... Ich glaube doch eher hier, ne? Da sind sie. Guck mal hier. 6, 8, 2, 6. Guck mal, ein Zweihänder wäre aber, glaube ich, wahrscheinlich dann am smartesten. Weil von den anderen habe ich... Erstmal genug. Schauen wir mal. Ich suche mir das aber erst später aus. Den sammle ich dann erstmal noch ein bisschen. Behalten wir. Was mir noch eingefallen ist, da wir ja neue Woche haben. Und man sagt ja nie nein zu 3, 6, 9, 2, 4, 6. Zu 150.000 Mora sagt man ja nicht einfach nein. Die nimmt man ja gerne mit. Deswegen machen wir einmal die Reputation-Sachen, denn die Woche ist frisch und das Geld ist immer gerne in meiner Tasche. So, Involtuhydro, okay. Involtuhydro, kein Hydro-Angriff. Dann switchen wir mal ab. Raiden kann hier auch nicht viel machen, weil es ein Elektromonster. Der weg. Dann nehmen wir als Main DD. Sie. Und dann bräuchten wir noch einen Support DPS. Wer passt denn da jetzt in ein dickes Feuerteam besser rein als Xiangling? Let's go. Aber dann sollte ich eigentlich lieber noch mit Wasser arbeiten. Habe ich einen Water Main DD? Ah ne, Hydro ist ja. Geht ja nicht. Dann wäre Eis nicht schlecht. Dann nehmen wir doch einfach sie mit. Kein Main DD, sondern nur Sub DPS. Das geht auch. Dann wollen wir einmal schnell die alle erledigen hier.
Alle müssen wir nicht erledigen. Wir machen einfach jetzt ganz... Oh, das war fast ein Fehler. Boop. Eigentlich wollte ich das machen. Ach ne, sie ist ja schon volle Ulti. Haha, ich brauche noch für ihn eine Ulti. Also, jetzt geht's los. Pass auf, Leute. Bam. Bam. Ist er schon fast down? Machen wir die auch noch rein. Puh. Machen wir jetzt die ganze Zeit. Aua, aua. Oh Gott, nicht umbringen, bitte. Und das war's schon. Meine Charaktere sind so stark geworden. Ich freue mich so. Das ist so schön. Ich freue mich. So starke Charaktere. Hm? Cool. Ja, so. Kopfgeld Nummer 1. Dann, ich hätte gern das nächste. Was haben wir diesmal? Die Viecher. Involto Hydro schon wieder. Die da oben. Kein Problem, machen wir. Jetzt habe ich nur keine Ultis mehr. Die sind alle weg. Macht nichts, sammeln wir neu. Hui. Ein wunderschön. Peaks, Peaks. Wirbel, Wirbel. Peaks. Perfekt. Fang. Savusch. Nochmal verwirbeln. Und jetzt machen wir einfach ein bisschen Eis drauf. Ja, die Ulti brauche ich nicht noch nutzen. Aber das nochmal. Schön. Eis und Feuer, sehr gute Kombo. Ich könnte es eigentlich auch... Obwohl, nee, Quatsch. Das würde überschreiben. Deswegen passt Chongyun hier gerade nicht so gut rein. Weil Bennets Ulti überschreibt Chongyuns Fähigkeit. Leider. Involto Pyro. Toll. Den ganzen Pyro-Damage, den ich jetzt dabei habe, den kann ich mir wieder in die Hose schmieren. Mist. Dann machen wir doch ein schönes Freeze-Team. Wenn wir Rosaria schon dabei haben, Quick Setup, zack, zack, zack und zack. Wobei, nee, können wir jetzt auch ihn mitnehmen. Alle Ultis ready, perfekt. Kann gleich losgehen. Achso, ich wollte nochmal gucken, welche Level hat die Waffe? Immer noch 80. Bin immer noch am überlegen, ob ich die noch leveln soll. Krallen dürfte ich eigentlich genug haben, glaube ich. Oh, ich muss erstmal. Die Zeit läuft weiter, wenn man im Inventar ist oder generell irgendwas anderes macht. Die Zeit läuft trotzdem. Also schnell einmal das hier beenden. Dann wirbeln wir einmal das Wasser. So. Den wollte ich eigentlich nicht damit angreifen. Zack. Zack. Und jetzt verwirbeln wir nochmal das Eis. Und dann machen wir einfach die ganze Zeit Schaden. Und dann sollten sie keine Möglichkeit haben, mal rauszukommen, weil ich die ganze Zeit Eis-Damage... Eigentlich dachte ich immer Eis-Damage mache. Ja, hat gereicht. Passt schon. Oh, ich habe gar keinen Heal dabei. Ups. Deswegen wollte ich eigentlich Waterboy mitnehmen. Wegen dem Heal. Upsi. Dann gehen wir es schnell heilen. Knallt ganz kurz mein Tinnitus. Okay, besser. So, dann noch die Weekly Quests. Helichurl Hullaboo. Da hinten? Okay. Da kommen wir hin. Kein Problem. Das wird nur einen kleinen Moment dauern, weil wir müssen ganz hinlatschen. Moin Jungs, ihr habt ne, einen schönen Tag. Ich wünsche euch was, ne? Macht keinen Scheiß. So. Zack, zack. Verwirbeln wir gleich das Eis. Ding, ding. Nicht weglaufen! Oh, du Affe.
Fertig mit rumhüpfen oder was? Boah. Der heilt. Ob wir da durch damagen können? Komm, wir tryen es mal einfach. Oh, sieht gut aus. So viel heilt er ja glücklicherweise nicht. Das war cool. Da konnten wir echt durchdamagen. So, Meal Making. Wo ist das denn? Da hinten. Da müssen wir wieder Ewigkeiten laufen. Och, diese Weekly Quests immer, ne? Dass man dafür immer so weit latschen muss. Meine Güte. Ach, das ist da hinten. Da, wo immer dieses komische Festival stattfindet oder was auch immer die da machen. Es geht. Ja, tschüss. Die nehme ich. Nimm, nimm, nimm. Danke. Ich spiele momentan Geo-Team und Cookie. Das ist auch bestimmt geil. Wenn Cookie die ganze Zeit Elektro mitbringt und du mit dem Geo dann die ganze Zeit das Elektro kristallisierst, das ist auch ständig ein Schild, ne? Ist auch geil. Sehr schön, auch erledigt. Und das letzte noch. Da muss man nicht so weit rennen. Tini92, einen wunderschönen herzlichen Hallihallo. Schön, dass du einschaltest. Wie geht's dir? Rosaria und Chongyun sieht man selten im Team. Selten, das ist wahr. Aber ich habe mich gerade eben, als wir einen Gegner hatten, der gegen meine Pyros, die ich gerade in dem Moment dabei hatte, habe ich mich dazu entschieden, die beiden mitzunehmen. Denn Eis gegen Elektro ist natürlich immer nice. Erst kam mir Cookie Heal so wenig vor, aber durch den Vorteil, dass es an dir ist und egal wo man ist, Heal bekommt, ist das vorteilhaft. Durchaus. Haben wir auch letztens im Multiplayer testen können, den Cookie Heal. Da haben sie, wenn die Charaktere im Multiplayer, also die anderen Spieler, in deiner Nähe sind, ne, wo das, wo diese Explosion dieses Elektro-Dings, Elektro-Ringes stattfindet, das heilt sie dann auch. War gut zu wissen. Müde, sonst okay und selbst schlechten Menschen geht's immer gut. Und nette Leute, die in den Stream reinkommen, machen das Ganze noch viel schöner. Finde ich gut, nicht immer dieselben. Ja, also meistens leider schon dieselben, muss ich leider zugeben. Aber da ich jetzt schon eine ganze Weile Genshin Impact spiele und doch schon sehr viele Artefakte habe, die mittelmäßig bis okay sind, können auch schon so Leute wie Chongyun, den ich ganz am Anfang gespielt habe, der mit einem Sexwort spielt, können ich jetzt auch Leute wie Chongyun, den ich nur ganz am Anfang gespielt habe, auch jetzt endlich einfach mal mit dazukommen und ein bisschen supporten. Ne? Wenn ich sowieso mit Rosaria gerade rumdüse, ist ein Chongyun-Support natürlich extra geil, weil Eisangriffe. Und meine Rosaria ist das Bild auf Eis. Weil eigentlich soll sie nur ihre Fähigkeiten nutzen. Aber damit kann sie auch ein bisschen Auto-Attack-Schaden machen. Supi. So, was haben wir noch? Weeklies sind erledigt. Die haben wir. Battle Pass brauchen wir uns gar nicht mehr drum kümmern. Der ist ja schon durch. Wir haben noch einen Floor im Abyss übrig. Den könnten wir noch machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten haben wir alles erledigt. Wir hätten jetzt nur noch die zwei neuen Quests, die wir eben unten im Chasm gefunden haben. Wo einen sogar schon ein bisschen Primogems gibt. Oh, beide geben ein bisschen Primogems. Geil. Können wir wahrscheinlich auch noch machen. Wie lange sind wir jetzt online? 1,45. Jetzt die Frage. Fangen wir jetzt einen neuen Zelda-Randomizer an? Oder machen wir jetzt noch alles, was wir in Genshin machen können und bleiben Genshin heute? Ich habe ja schon Bock auf den Zelda-Randomizer, ne? Habe ich schon richtig Bock drauf, den zu starten. Aber ich habe ja noch die nächsten 4 Tage, wo ich Zelda-Randomizer spielen kann. Genshin! Na gut, Tini, für dich. Machen wir Genshin weiter. Dann machen wir erstmal die 2 Quests im Chasm durch. Dann ist da auch wieder alles erledigt.
Genshin it is. Genshin für dich. So, was müssen wir... Ach du heilige Pupsnase, wo müssen wir denn überall hin? So, uns fehlt aber in dem Team ein Heiler. DBD, Kappa. Warte, lass mich kurz überlegen. Nö. Aktuell habe ich nicht so Bock auf DBD. Sorry. DBD ist aktuell so... eher so... kein Bock. Ja, uns fehlt ein Heiler in dem Team. Also könnte man an sich Yelan rausschmeißen und ihn mitnehmen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Heilung und weiterhin eine Möglichkeit zu freezen, was immer Spaß macht. Bei Zelda bin ich weg. Haha, wieso? Ocarina of Time, bestes Game, hallo? Was fällt dir ein, einfach abzuhauen bei Zelda? Kannst du nicht machen. Objekten des Area, okay. Ich freue mich auf die Inseln in 2.8 schön erkunden und rätseln. Ja, das wird bestimmt nice. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ach so, ja, okay, es sind wieder so eine Beacons, die ich machen muss. Na klar, I see. Muss ich die dann später wahrscheinlich auch wieder einsammeln, oder? Das war ja bei... auf dem Berg. Wie hieß denn der Gebiet? Auf Dragonsbein, so hieß es. War ja auf Dragonsbein sehr ähnlich. Da mussten wir auch so eine Beacons hinstellen und später wieder einsammeln. Nächster Beacon. Die Blubbels haben das Glück, die dürfen überleben. Also hier habe ich mich noch gar nicht umgeschaut, hier in dem Gebiet. Also, wenn dann nur so ein kleines bisschen. Drachengrad zu Deutsch. Stimmt, hast recht. Drachengrad war es. Autschi, nicht so gut. Nächster Beacon mitten auf dem Gebiet hier drauf. Lül. So, die Frage ist, komme ich von hier dahin? Ich schätze aber mal ja. Es sei denn, ich bin in dem anderen Underground Waterway Gedöns-Schissel. Nee, das passt. Dülülü. Was, wo habe ich einen gesehen? Irgendwo in die Richtung? Ah, wahrscheinlich hinter diesem großen lilanen Viech da. Das machen wir doch schnell, ne? Wenn wir schon hier sind und das Ding gesehen haben, holen wir uns das auch noch fix. Sacrificial Waffen sind schon geil. Oh, hier gibt es sogar eine dicke Truhe. Geil. Chongyun, darfst du es auch machen. Ich habe letztens noch getestet, was ein Damage ein Chongyun C6 machen könnte. Und war dann mit etwas Support bei einer E von 50k und einer Ulti von bis zu 3x40k. Das ist schon ziemlich strong, auf jeden Fall. Alle Charaktere können in irgendeiner Form schon irgendwie stark sein. Da oben ist noch so ein rotes Ding. Geil, das können wir auch gleich machen. Eine Kampfherausforderung. Da, was ist da denn los? Da gehen wir auch nochmal schnell hin.
Wir müssen gleich eh in die Richtung des blauen Teiles. Ach, das ist wieder so eine Wand. Halt, ich will das angucken hier. Spagos, lass mich doch mal da. Oh. Foto machen. Puff, Foto. Da ist noch so ein Teil. Unter Wasser. Okay. Viel zu tun, Leute. Viel zu tun. Rosaria darf eine Runde schwimmen. Okay, einmal kurz den aktivieren, damit Rosaria gleich einen kleinen Heal bekommt. Oh, wo? Was? Wo? Über mir? Ja, okay. Das habe ich letztens gelernt von meinem guten Freund Wolfwood, dass ich das hier einmal wegnehmen muss und dann kann ich das hier aktivieren. Nice. Ja, wieder equippen natürlich. Ich habe keinen Bogen. Ich schätze mal, dass das was mit Bogen zu tun hat. Ne, okay, mit einsammeln. Das kann ich. Wie viele? Acht. Habe ich da oben gerade noch einen gesehen? Ich hätte da wahrscheinlich hochklettern sollen. Kazuha bitte. Heppala. Ja, hier habe ich einen gesehen, okay. Hätte ich wahrscheinlich eigentlich hier hochklettern sollen. Zwei noch, einer noch. Wo war der letzte? Hier ist er. Upp. Zack, sehr schön. Kurz wieder das hier. Die Heilung darf diesmal Chongyun haben. Oh, perfekt. Einmal das platzieren und dann werde ich oben noch diesen Abyss-Heini verprügeln. War doch ein bisschen Overkill, ihre Ulti zu machen. Ja, macht ja nichts. Deathly Statuette. Bogensymbol sieht etwas anders aus. Die Zeituhr ist immer diese Bubbles sammeln. Okay. Stimmt, das Bogensymbol ist ja. Stimmt, ja, stimmt, 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 stimmt. Das ist ja so, ein Ziel, so eine Zielscheibe oder was das sein soll. Das da. Da ist es. Da wollte ich ja jetzt eh hoch und auch noch das Ding schnell machen. Und dafür, wie gesagt, brauche ich einen Bogenschützen. Dann darf nur mal kurz jeder mitkommen. Hm, war's schon. Und danke, Yelan. Willkommen zurück. XinQ. So, ein Beacon fehlt noch. Da hinten. Dann gehen wir doch mal da hinten hin. Tün. Tün, 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 tün. Dann darf er sich einmal selber heilen. Das schaffe ich. Zack. Sehr schön. Dann, bevor wir zu dem Typen da hinten zurückgehen, versuchen wir noch die Puppe zu finden, die er uns gebeten hat zu finden. Oh, das sind ein paar von den Wölflies. Und die respawnen einfach. Aua. Was soll das? Aui. Nichts getroffen. Besser Mitarbeiter. Mhm.
darf sich selbst heilen. So, das Nebenquest lese ich nicht. Weil ich jetzt die ganze Zeit die Hauptquests in den letzten Tagen gemacht habe, habe ich die immer wieder mitgelesen. Aber Nebenquests lese ich nicht, das ist mir egal. Oh, das macht ein kleines Mädchen hier. What the fuck? Feuerwehr oder was ist sie? Follow me. Und sie ist einfach 20.000 Kilometer weiter weg. Goll. Naja, kann ich von hier hin. Oh, da ist ein Fotopunkt. Den gönnen wir uns natürlich auch, oder? Bip. Hm. Ah. Nice. Schick, schick, schick. So, die Steine lassen wir heute mal Steine sein. Gerade eh kein Geo-Charakter dabei. Ach, Quatsch. Das lassen wir doch nicht sein. Haha, ich habe doch einen Zweihänder dabei. Der das in drei Hits schafft. Hey, du sollst doch treffen, Jung. Mach doch mal hier den Treffer. Dankeschön. Bester Mitarbeiter. Hä? Da stand gerade aber noch ein anderer. Was steht sie denn da und freut sich voll über die Gegner? War auch nicht schlecht. Ich denke, hier mache ich keinen Fehler, wenn ich meine Ultis rausbatschen. Weil ich keinen Stein habe, um sie zu schwächen. Es sei denn, ich treffe sie nicht, weil sie ewig weit weg stehen. Great. Passt schon. Schon gemacht das. Und eine Heilung für Kasua. Ich finde den Stein. Was ist das für ein Vieh, das Mädchen? Das macht mich voll ängstlich so. Das ist richtig gruselig. Isa. Autsch. Das wollte ich eigentlich verhindern, aber macht ja nichts. Ja, something doesn't seem to add up auch für mich. Das Mädchen kam mir so ein bisschen out of place vor hier. Ein bisschen sehr out of place. So, das dürften jetzt ja die beiden Quests dann gewesen sein, oder? Quest Girl ist in Liu. Achso, okay. Aber ich muss ja eh nochmal kurz hier runter, wegen der anderen Quest. Haben sie ihn schon nach Liu rausgebracht? Das ging ja schnell, du. Ich glaube jedenfalls, dass sie... Oh ja, sie war hier. Gut. Bestimmt wird die irgendwann zu mir sagen, oh ja, kannst du nochmal die Beacons einsammeln, bitte, danke, tschüss, auf Wiedersehen. Perfekt. Okay, die haben wir aktiv, subi. Ab nach Liu. Da oben.
Hup. Ach, da ist sie ja doch. Flying Companion. Ich wusste, dass die Kleine ist gar nicht da. Wusste es, die Kleine war ein Geist. Ich setze mir mal ganz kurz ein bisschen anders hin. Aua. Da macht der Popo nicht mehr mit. Alles noch okay mit dem Greenscreen und so? Yes. Aua. Popo. So. Hey. Irgendwas ist weird dabei gewesen. Oh Mann, nicht mehr lange und wir sind Level 60, Leute. Adventure Rank 60 is coming. Träumchen. Super. Dann sind wir jetzt mit den Quests auch durch. Heißt, endlich, Questlog ist empty. Nach ewiger Zeit mal wieder habe ich keine Quests in meinem Questlog. Und ich wüsste jetzt auch nicht so rein aus dem Stegreif heraus, wo ich noch eine Quest finden könnte. Das erfreut mich sehr. So, ein paar gibt es jetzt hier gleich noch links um die Ecke. Die hole ich mir jetzt auch mal ganz schnell, weil ich gerade hier bin. Knapp daneben ist auch weg. Tschüss. Moment, Moment, vielleicht kriege ich es noch. Ah, war nicht weit genug. Aber ich hätte es gekriegt, hätte ich richtig gezielt. Macht nichts. Supi, das hätten wir auch erledigt. Träumelinchen. Ja, dann würde ich sagen, tryen wir doch mal, ob wir den Abyss Level 12 dieses Mal schaffen. Letztes Mal hat ja super funktioniert, bis mir dann jemand mein Achievement, das ich bekommen habe, weil das war das erste Mal letztes Mal, dass ich es geschafft habe, mit voller Punktzahl und vollen Sternen durch den Abyss zu hüpfen. Das allererste Mal. Also Floor 12 habe ich das erste Mal auch erst vor einem Monat oder zwei geschafft. Nur halt nicht auf vollen Sternepunktzahl gedönselns. Ein bisschen weniger. Waren, glaube ich, 2, 4, 6 Sterne nur für komplett Floor 12, die ich geschafft habe. Also auf jedem Chamber 2. Aber letzte Runde habe ich es tatsächlich das erste Mal geschafft, Full 36 Star Abyss zu schaffen. Mal gucken, ob wir es diesmal wieder schaffen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wie ich schon gesagt habe, da kam dann jemand rein, der meinte so, ja, diesmal die, wie heißt das Ding nochmal? Das Moon Blessing, so krass, schafft jeder. Da ich dann so, oh, er hat mein Achievement komplett zerstört. Aber naja, wenn das wirklich so ausschlaggebend war, dass es mir so stark geholfen hat, dann verstehe ich das. Weil die haben halt schon eine dicke Menge an HP. Der Magu Kenki und die Perpetual Machine. Die haben halt schon eine dicke, dicke Menge an HP. Also, oben sollte relativ easy sein. Unten wird das Problem. Mal wieder. Aber ich denke, dann mache ich das unten wieder. Sekunde. Raiden. Dann brauche ich noch einen guten Sub-DPS. Um Heilung mache ich mir keine Sorgen. Obwohl, Verwirbelung ist, glaube ich, ganz nice. Und dann für
besser Support im ganzen Spiel. Plus Xiangling, die eigentlich immer mit Bennett zusammen sein möchte. Nicht liebe-liebe-mäßig, sondern eher so. Die sind zusammen einfach. Xiangling profitiert so stark von ihm halt einfach. So, und oben sind einfach nur ein paar Gegnis, die wir, ja, müssen wir einfach nur ordentlich DPS noch machen mit dem restlichen DPS, den ich noch übrig habe. Eis, Eis, Eis. Also könnte ich oben eigentlich auch ein bisschen mit Feuer arbeiten. Das sind bestimmt wieder zwei Wishaps, oder? Was machen wir denn dann oben? Kann man die gut zusammenziehen, die Gegner? Die gingen. Die nicht so. Bei denen weiß ich es nicht. Aber ich glaube, die gehen nicht so gut zusammenzuziehen. Dann machen wir oben einfach wieder ein schönes Taser-Team. Mit ihm als Hydro-Applikation. Mit bisschen Heilung. Und er macht einfach nur ein dickes Schild und steint ganz viel. Ich glaube, das sollte ganz gut passen. Er bringt noch ein bisschen Resistance Shred rein für die drei. Ja, ich denke, das geht. Probieren wir es so. Hat beim letzten Mal, glaube ich, auch mit dem Team ganz gut geklappt. Schauen wir mal. Hoffentlich funktioniert es wieder ganz gut. So, Elemental Burst nehmen wir, na klar. Mal gucken. Das war ein falscher Knopf. War schon der richtige Knopf, war noch nicht lang genug gedrückt. Machen wir direkt nochmal. Ulti. Gleich wieder Ulti ready, perfekt. Gleich nachschieben. Dann wollte ich nur mal kurz aus seinem Eisding da rausholen, was er gerade gestartet hat. Das war nicht meine Absicht, aber das macht nichts. Das wollte ich machen. So, nächste Runde. Schild aktivieren. Sie darf. Er müsste eigentlich auch gleich wieder ready sein. Perfekt, ist ready. Let's go. Ah, Oz hat gerade das Eisvieh rausgeholt. Perfekt. Nintendo Bancho. Schaffe ich das jetzt ohne Ultis? Aber ich kann sie schon mal aktivieren. Dann kriege ich die beiden schneller weg. Und jetzt kommen die Geo-Wishaps, ne? Yes. Dann machen wir dann einmal wieder einen dicken Stein. Schild aktiv. Nicht klettern. Mensch, Zhongli. Starten wir noch die anderen beiden Ultis. Jetzt bearbeiten wir erstmal ein. Oh, das war zu spät. Doch, hat geklappt. Sehr schön. Wir schicken. Das sollte wieder passen. Ist gleich wieder ready, die Ulti. Sehr schön. Einmal Oz. Falscher Knopf. Oz einmal bitte. Danke sehr. Erstes down. Hier brauche ich jetzt kein Schild mehr, das geht auch ohne. Ich mache die Ulti nochmal an. Die am besten auch nochmal. Ich glaube, ich mache doch nochmal ein Schild. Sollte jetzt reichen? Ja, das war aber zeitlich nicht so gut. Das war zeitlich überhaupt nicht so gut. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier ganz schnell hin. Möp, Möp, Tüffelchen. Wobei, ja, das sollte eigentlich ganz gut klappen. Da warten wir auch gar nicht lange. Hier starten wir direkt komplett durch. Bis auf Kasua. Den lassen wir noch kurz ohne Ulti. Kein Crit. Ärgerlich. Kasua darf auch. Und dann lädt sie wieder Ultis auf und heilt sich. Oh, diesmal hat sie natürlich gekrittet, ne? Diesmal hat sie gekrittet. Hat zeitmäßig nicht gereicht. Mist, das war schlecht. Egal, muss nicht sein.
Muss nicht super sein. Das reicht auch mit 2 Sternen. Ich brauche keine 36 Sterne, um mich gut zu fühlen. Ich fühle mich auch gut, wenn ich den 12er einfach schaffe. Es hat beim ersten Runde einfach zu lange gedauert. Irgendwas stimmt mit meiner Constellation hier nicht auf Floor 1. Oder es hat halt wirklich das letzte Mal der Mondsegen den ausschlagenden Punkt des Schaffens gemacht. Great, er haut wieder ab. Ja, komm, der Junge. Ah, stimmt. Ich werde ja zu Wasser kurz. Hier holt die brauche ich nicht mehr. Ich sammle jetzt nur noch ein bisschen für die anderen noch. Ja, das war vielleicht nicht so gut. Das passt schon. Passt schon, passt schon. Das wird eigentlich ganz gut, glaube ich. Jetzt, was kam hier jetzt? Der Mago Kenki. Schöner Crit, 130k. Jetzt macht er seinen Superangriff. Den weichen wir hiermit aus. Oh, den zweiten habe ich vergessen. Wir können schon mal aktivieren. Einmal das. Dann können wir hier aktivieren. Verdammt, ich wusste, er haut jetzt ab, der blöde Sack. Halb so wild, halb so wild. Muss gleich nur super aufpassen. Kasua ist fast down. Das war zu früh. Crap. Mist. Sie kann ich nicht verlieren. Das war schlecht. Das war ganz schlecht. Schlecht, schlecht. Tendo Banshu! Kenyo Banjuk! Tanzai no nai, kono ken wa wakaru kai? Ame megaki gatashi! Uta yo nishi to nare! Kraki tsubasa yo! Iku zo! Yoku mite oke! Hot! Oh, jetzt wäre ich fast wieder drauf geklettert. Ja, das wollte ich nicht. Das sollte passieren. Genau. Okay. So, Mago King hier nochmal. Diesmal ein bisschen vorsichtiger sein, bitte.
vom Timing her gerade nicht so gut. Schöner Crit. Raiden, love it. No! Crap, ich bin unkonzentriert. Entspann dich, Digga. Alles wird cool. Ist er nicht fertig, Crap? Okay, hat noch 8 Sekunden. Nice, das ging jetzt diesmal sehr schnell, das ist schön. Der will doch jetzt bestimmt chargen, oder? Da kommt er. Ja, komm schon. Reichen die zwei Ultis, ich behalte mir Fischels und Zombies Ulti noch. Nice, das war wieder eine gute Runde. Den ersten Floor kriege ich gut hin. Der Mago Kenki macht mir gerade echt Schwierigkeiten. Oh, guck mal da hinten. Da gönne ich mir. Jom. Deswegen hatte Bennett eben auch eine volle Ulti und am Anfang nicht. Perfekt. Kurz drin bleiben. Bisschen ab hier sammeln. Passt. Zu früh. Der zweite war gut. Oh, das war... Bitte nicht weghüpfen. Natürlich hüpft er weg. Oh, Mann, shit. Oh, Gott. Natürlich hüpft er weg. So ein Mist. Na komm, charge. Du hast heute keinen Bock zu chargen. Jetzt will er chargen. Oh, das wollte ich nicht. Das war blöd. Das wollte ich. Timing hier nicht ganz okay gewesen, aber macht nichts. Jetzt spiel ich wieder ein. Doch nicht. Jetzt spiel ich ein. Bull. Haben wir ihre Ulti. Und sonst brauchen wir keine Ulti. Das reicht ohne. Perfekt. KXKZ! Herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust.
Wie geht's dir? Die erste Hälfte ist auch recht leicht, aber die zweite schon sehr schwer, zumindest was Überleben ohne Schild angeht. Das merke ich auch gerade. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Puh. Jetzt fehlt mir wieder die Ulti, aber das macht nichts, das kriege ich auch ohnehin. Das war blöd. Jetzt kriege ich ihre Ulti nicht voll. Damit. Doch, kriege ich. Gott sei Dank. Schöner Treffer riden, Träumchen. Mein Name ist Keksi. Okay, Entschuldigung. Oh, blöd. Oh, Gott sei Dank, der zweite war gut. Na, wo? Da. Ich muss mehr auf die Visual Cues achten. Ich achte gerade nicht auf die Visual Cues. Okay, ich warte jetzt, bis er das nächste Mal gejumpt ist. Das. Macht nix, macht nix. Jetzt dürfte er nicht springen. Bitte bleib einfach hier. Nice. Den habe ich verkackt. Nein. Oh Mann, oh. Ich krieg meine... Keksi, hi. Ich krieg meine Dashes nicht hin. Das war das letzte Mal besser. Das letzte Mal habe ich so viel besser hingekriegt. Jetzt gerade verkacke ich komplett rein. Jetzt bin ich mit dem Fatfinger abgerutscht. Nice. Nochmal. Das waren die Schilde, sehr schön. Kann man loslegen. Kurz ein bisschen weg. Einfrieren. Geil. Was war das denn jetzt? Wann habe ich gedrückt gehalten? Ich bin die ganze Zeit am Klicken wie so ein Bekloppter und nicht am gedrückt halten. Verarsch mich nicht, bitte! Was habe ich nicht mehr übrig? Crap. Na, reicht. Sehr schön. So, bitte charge diesmal ein bisschen schneller, ja? Ich guck dich nicht an. Er hat keinen Bock auf chargen. Er hat so gar keinen Bock. Das sollte reichen. Wenn Orsch verschwindet, kann ich ihn nochmal so rufen. Passt schon. Perfekt. Geburtstage sind gut für die Gesundheit. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die öfter Geburtstag haben, länger leben. In diesem Sinne, moin, servus, moin. Gizmo, moin. Call me Gizmo. Wunderschönen guten Hallihallo. Nicht jeder Mensch hat nur einmal im Jahr Geburtstag. Was? Da gibt es andere Leute, die haben häufiger im Jahr Geburtstag. Geil, ich will auch. Schön, dass du da bist, Call me Gizmo. Danke fürs Einschalten. Wie geht's dir? Erste Phase ist gleich rum. Oh, sogar. Ein bisschen verarscht habe ich ihn. Tschüss. Meine Visual Cues? Oh Gott, ich habe die Visual Cues komplett nicht gesehen, weil diese dicke Phrase. Was mache ich denn? Ich komme nicht durch. Kann doch nicht sein. Was ist los? Oh man, alles bestens soweit. Und dir? Danke, 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 danke. Immer gut. Schlechten Menschen geht's immer gut. Wissenschaftler haben herausgefunden, sind aber wieder reingegangen. Kommen jetzt hier irgendwelche komischen Jokes oder was? Wir sind doch nicht bei Becky im Stream, Leute. Bei Becky im Stream machen wir immer so lustige Jokes. Ah, der ist gut, muss ich mir merken, offensichtlich, aber trotzdem witzig. Ja, stimmt schon. Ihr spinnt, Leute. Ihr spinnt alle. Ihr habt alle Lack gesoffen. Alle 12 im Internet, ne? Nicht vergessen.
Das war doof. So, let's go. Oh, der hat ja immer noch ein Schild. Krieg ich nichts mehr. Ich bin blind. Perfekt. So, kommst du her? Diesmal bitte chargen mit Speed. Der hat einfach keinen Bock zu chargen, der Boy. Jetzt charge da, jetzt wo meine Ulti schon durch ist. Stimmt, ich war vereist. Mit. Das sollte eigentlich reichen mit Oz und der Qin-Q-Ulti, deswegen werde ich nochmal mit ihm ein bisschen Stuff sammeln jetzt, damit ich gleich Ultis habe, hoffentlich, wenn ich die Runde jetzt endlich mal schaffe. Ich kann es noch einmal. Passt. Ich werde nie erwachsen, das ist langweilig. Verständlich. Da direkt weg, ja. Dammit. Okay, dann behalten wir uns jetzt einfach mal ein bisschen, damit ich hier nicht wieder reinscheiße komplett. Oh! Die Angriffe lasse ich auch ihn auch mal kurz machen. Dann sind wir ready. Jetzt warten wir, bis das nächste Mal gesprungen ist. Oder so einen Scheiß macht, das passt auch. Aber ich warte jetzt trotzdem mit der Raiden-Ulti, dass das nächste macht. Und zwar jetzt. Muss ich ausweichen? Zweite ausweichen? Perfekt, diesmal hat's geklappt. Das wird was, Leute, das wird was. Sogar unter 7 Minuten, das kriegen wir hin, wenn er jetzt nicht weghüpft. Passt, machen wir. Nice, endlich. Puh, sogar mit 3 Sternen, nice. Wenn ich den letzten jetzt auch nochmal auf 3 Sterne schaffe, dann könnte ich 12 nochmal wiederholen, um das auch noch auf... Also, um nur den ersten Chamber auf 3 Sterne zu schaffen. Das könnte man dann machen. Nice. Crit natürlich. Lecker Critty. So. Alle Ultis ready, finde ich super. Und in der nächsten Runde... Also die zweite Hälfte müsste, glaube ich, auch... Nee, Quatsch, da fehlen, glaube ich, ein paar Ultis. Aber das macht nichts, das kriegen wir. Die beiden waren das, ja. Ich erinnere. Was sagen? Oh nein, die ziehen mir Ulti ab. Dem Ding muss ich ausweichen. Damit die mir nicht meine Ulti abziehen. Aber es reicht. Ich muss hier auf nichts achten. Ich kann alles rausballern, was ich will. Oh, okay. Hat schon gereicht. So, bin auch wieder da. Willkommen zurück, Sainstar! Oh, schön, noch ein bisschen was bekommen. Was war jetzt hier? Die Maschine, stimmt. Ich erinnere. Jetzt mal kurz, solange wie sie noch aufbaut. Könnte ich zwar schon ordentlich Schaden machen. Aber ich brauche ein bisschen Ulti aufladen. Oh, crap. Okay, jetzt kann es losgehen. Nein. Aui, macht nix. Schöner Crit Riden, love it. Mit einer Combo fast auf Hälfte, sehr gut. Während wir Ultis aufladen, gehen wir wieder auf Hälfte runter. Ich brauche die Ultis gleich für die Kleinen, damit die schnell weg sind. Deswegen laden wir jetzt hier brav Ultis auf. Jetzt teilt er sich auf. Und ich habe alle Ultis. Perfekt. Dann wollen wir doch direkt mal starten. Okay, bis auf Kasua-Ulti, aber das macht nichts.
Bisschen schnell gehen. Zu viele böse Sachen. Passt, passt. Oh nein, ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Schnell. Okay, jetzt fehlt mir natürlich ein bisschen Aufladung, weil Raiden nicht so viele Angriffe machen konnte. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Die ganze Zeit Feuer verwirbeln, die ganze Zeit Feuerschaden machen. Elektro vielleicht auch mal langsam ein bisschen. Kannst du mal? Danke. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja, war ein Fehler. Macht nichts. So, komm, 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 komm. Brian, ich brauche deine Ulti. Das könnte zu spät gewesen sein. Ja, es war zu spät. Aber das passt schon. Macht sie. Auch unter den 7 Minuten. Das werden wir hinkriegen. Nice. Sehr schön. Ja, sehr gut. Das sollte in der ersten Hälfte eigentlich auch passen. Das kriegen wir hin. Das probieren wir auch direkt nochmal. Bevor wir die Rewards claimen. Das muss jetzt einfach nur ein bisschen schneller gehen. Die ziehe ich zusammen. Weil die Whopper Flowers, die nerven einfach nur. Weil die ganze Zeit irgendwie um die Welt verteilt sind. Und hier brauche ich einfach nur fetten DPS, genauso wie bei den beiden. Aber die beiden sind ja relativ schnell gefallen. Wir ziehen zusammen. Und zwar machen wir... Wie machen wir das am besten? Mit ihr. Er soll zusammenziehen. Und dann noch ein bisschen Feuer. Ja, das kriegen wir jetzt nicht. Sie kann nach oben schießen, das ist ganz gut. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Heilung brauche ich mich gar nicht kümmern. Das ist Schwachfug. Dann nehme ich noch für ein anderes Element, damit sie mehr HP hat und dadurch mehr Schaden macht. Ihn noch mit, weil ich glaube, seine Treffer dürften auch oben. Obwohl, treffen die nach oben? Ich glaube nicht. Dann nehmen wir sie noch mit, damit das mit dem Feuer und dem Wasser richtig geil mit zusammenspielt. Und unten machen wir genau das gleiche wie vorher. Ja, machen wir das gleiche wie vorher. Wo ist denn mein Kasua-Boy? 2, 3 und 4. Go. Wo starten die? Vor uns oder hinter uns? Ich glaube vor uns, ne? Okay, das dauert gefühlt gerade um einiges länger als alles andere. Mist, da fehlt noch ein bisschen was. Jetzt haben wir's. Das ging schnell. Kannst du jetzt bitte mal sterben da hinten? Danke. Aui! Und ich noch ganz großkotzig. Heiler brauche ich nicht, das mache ich schon. Sicher, wie ich es mache. Deine Ulti wieder, meine Liebe. Dankeschön. Das ist zwar, glaube ich, sehr useless, aber geht. Zieht trotzdem ein bisschen zusammen. Oh Mann. Das wird vom Timing her auch, glaube ich, wieder nix. Ich glaube, das war keine so gute Idee mit den Charakteren, die ich hier gerade genommen habe.
da waren die meisten Animationen einfach zu lang. Ich mache 45 Sekunden für die zweite Hälfte jetzt. Die einfach zu lange brauchen. Oh Mann, das war nicht gut. Das war ganz schlecht. Aber wir probieren es trotzdem. Who knows? Ich glaube, wegen dem Ding da in der Mitte funktioniert das nicht so geil. Es sei denn, sie crittet ein paar Mal. Wenn sie jetzt beim zweiten auch nochmal dick durchcrittet, könnte es eventuell was werden. Ganz knapp zwar nur, aber es wird was. Oh, nice. Er kommt sogar her. Wo willst du denn ganz hin? Oh, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach mir deine... Ach, dann scheiß drauf. Sie krittet gerade nicht mehr. Mist, das hat nicht gereicht. Aber das könnte reichen. Ich müsste... Nee, warte mal. Wir machen hier doch nochmal ein bisschen was anderes. Wie lange streamst du heute, Schnuggi? Weiß ich noch nicht, bis ich keine Lust mehr habe. Wir sind jetzt wie lange dabei? 2 Stunden 30? Also mindestens 3 Stunden auf jeden Fall. Also mindestens noch ungefähr eine halbe Stunde. Das ist immer so mein Ziel am Tag, so eine halbe Stunde Stream. Weiß ich nicht, muss ich gucken, wie lange ich jetzt noch Bock habe dann danach. Jetzt versuche ich das hier noch auf 3 Sterne zu bringen. Das wäre schon schön, wenn ich das schaffen würde. Und dann schauen wir mal weiter. Aber jetzt danach noch ein neues Spiel anzufangen, ist, glaube ich, relativ nicht so nützlich. Deswegen bleiben wir noch eine halbe Stunde in Genshin. Gucken wir mal. So, mein Feuer-DPS, warum auch immer, sie ist irgendwie nicht so stark gewesen. Das hat mich sehr traurig gemacht. Kommt er nach oben? Das können wir mal testen. Vielleicht macht er ja genug Schaden. Nehmen Sie dazu als Heilung mit. Dann brauche ich aber einen Sub-DPS, für den ich nicht Auto-Attacken muss. Oder wir verstärken Xiao so hart, wie es geht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Der Pyronado fliegt, glaube ich, nicht mit hoch. Vielleicht können wir es ja andersrum probieren. Quatsch, nicht er zuerst, sondern sie zuerst. Dann nehmen wir die als Sub-DPS mit. Sie heilt, damit er nicht stirbt. Wobei, das können wir dann hier auch ignorieren, weil er heilt ja so oder so genug. Nehmen ihn noch als Sub-DPS mit. Oder nehmen ein schönes Schild mit, das wäre auch eine Möglichkeit. Nee, Quatsch, ich will ja zusammenziehen, also nehmen wir noch ihn mit zum Zusammenpullen. Vielleicht macht er genug. Ich glaube, mein Xiao macht nicht so viel Schaden. Ich glaube, das könnte er eventuell nicht schaffen. Aber man weiß ja nie. Ne? Testen muss man es so oder so. Und dann soll sie macht gar keinen Damage. Das wäre auch sinnlos. Moment, Moment, Moment. Dann geht sie raus. Sie verwirbelt. Hat ein Thrilling Tales of Dragon Gedödelschnödel. Dann könnten wir eigentlich unten, glaube ich, kann ich Heilung ignorieren. Dann machen wir es so. Sie, Thrilling Tales, Ulti, verstärkt sie. Ach ne, das bringt ja gar nichts. Sie braucht ja gar keinen ATK. Ist ja Quatsch. Das ist ja Blödsinn. Dann nehmen wir sie nur mit. Sub-DPS. Mal gucken. Vielleicht funktioniert das ja. Also, wie gesagt, mein Xiao macht leider nicht so viel Schaden, weil er nicht so gut gebaut ist. Und ja, er hat auch einen richtig bescheidenen Speer. Aber man kann es ja mal testen. Let's go. Toll. Er kommt nicht oben an. Ärgerlich. Okay, hat aber funktioniert ganz gut.
Zack, Gesicht. Das weiß aber auch nur, weil jeder eine Ulti hatte. Jetzt fehlen uns hier schon mal ein paar Ultis. Und ich treffe meine Xiao-Fähigkeit nicht. Das ist natürlich auch geil. Kommt ihr her? Habt ihr Bock? Moment, wir schießen das an die Wand, wenn wir sowieso schon hier in der Wand sind. Oh, das war zu spät, schade. Ich glaube, das kriege ich zeitlich noch hin. Aber glaube ich nicht. Nee. Ich kümmere mich da später drum. Irgendwie irgendwas dahin zu kriegen. Ich glaube, dafür fehlt mir jetzt tatsächlich so ein bisschen die Konzentration und die Möglichkeiten. So wie es aussieht, hat mich wirklich eher der Mondsegen gecarried letztes Mal. Weil die jetzt, boah, die machen mir gerade echt Schwierigkeiten, die schnell zu erledigen. Diese dämlichen Pflanzen haben so viel HP. Und auch diese Steinhainis, die Giovishaps, die haben auch so eine Menge HP, das... Na, ja, okay. Passt schon. Mach ich später. Kümmere ich mich nochmal darum, wenn ich ein bisschen mehr Kopf dafür habe. Weil jetzt ist mein Kopf gerade ein bisschen leer. Aber trotzdem, war doch ein erfolgreicher 12. Erfolgreicher 12. Floor. Oh, das ist eine gute Blume. Wenn da jetzt noch Crit Rate draufkommt, ist sie nice. Das erste Mal, dass ich was aus diesen Truhen kriege, das nicht kompletter Müll ist. Supi. Ja, sind wir jetzt aber mit Genshin langsam aber sicher wirklich durch. 2 Stunden 45 haben wir es jetzt. Nee, in Genshin habe ich nichts mehr zu tun. Also ich könnte wahrscheinlich noch 1000 Sachen machen, aber nichts, worauf ich Lust habe, sagen wir es so. Also, Alt F4. Tschüss. So, dann machen wir wieder Synthwave an. Gehen einmal auf Between Games. Hungriger Krieger. Hey, auch an dich, mein Lieber. Herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wie geht's dir so? Alles klar? Schön, dass du da bist. Schade. Wahrscheinlich bist du wegen Genshin hier, aber Genshin ist gerade beendet worden. Ist das ein bisschen laut? Ne, sind 5% fast. Das tut mir sehr leid. Ja, Genshin ist durch für heute. Und ich glaube, auch wenn ich gesagt habe, dass ich so mindestens 3 Stunden streamen will, ich glaube, dass ich dann jetzt schon Feierabend mache. Trotzdem noch viel Spaß. Dankeschön, aber ich denke mal, wir machen hier Feierabend. Schau doch gerne das nächste Mal wieder rein, Hungriger Krieger. Morgen gegen 11 Uhr bin ich wieder am Start. Ja, ich denke mal, wir machen es ganz einfach. Wir beenden das Ganze hier jetzt. Ist doch eine gute Zeit. Also gute Zeit im Sinne von
dass ich jetzt Feier machen will. Ich habe Hunger, ich will essen, ich muss einkaufen, ich habe viel zu tun. Okay. Nanjato, bye bye. Machen wir folgendes, ne? Nee, folgendes, gar nichts folgendes, sondern ja, wir machen Feier. Passt. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Falls ihr live bis hierhin da gewesen seid, danke fürs Lurken, danke für alles, was heute wieder passiert ist. Heute muss ich nochmal ganz kurz reingucken. Klicki, klicki. Klicki, klicki. Danke an Kira Yuzu, dass sie mich mit 5 Leuten geradet hat. Und auch danke an Nihelia für den netten Follow. Danke nochmal dafür, ihr Lieben. Und Kira Yuzu, bist du noch da zufällig? Mir ist nämlich gerade was aufgefallen. Bist du noch da, liebe Kira? Kira ist da, aber vielleicht ist Kira nicht aktiv, sondern macht gerade was anderes. Na gut, fürs nächste Mal. Wenn Kira wieder da ist, erinnert mich dran, dass ich Kira noch eine Kleinigkeit zukommen lassen will, weil sie ja einfach reingefollowt ist, als ich das letzte Mal offline war. Und möchte ich hier natürlich noch gerne einen kleinen Follow-Alert geben. Aber darum kümmern wir uns dann das nächste Mal. Vielen Dank, falls ihr bis hierhin zugeschaut habt, live. Falls ihr euch den Wort bis hierhin angeschaut habt, auch Dankeschön dafür. Danke fürs Durchhalten. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, dass wir zocken und miteinander quatschen und miteinander chillen. Danke euch. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Suchen wir uns noch jemanden, den wir raiden können. Ne? Ein bisschen, wir waren jetzt ja gerade hier alle, um Genshin zu gucken. Genshin ist ja jetzt vorbei. Und dann gucken wir doch mal, ob wir wieder jemanden eine Freude machen können. Ein bisschen Genshin weiterschauen. Persönliche Präferenz, wir wissen es. Eine Cam sollte dabei sein, denn ich habe mir auch eine Cam gegönnt. Und ein interessanter oder lustiger Titel. Zu sein, das ist ja doof. Dinge tun und Sachen machen. Guck mal, dann schauen wir doch mal bei dem lieben FW Loki rein. Kurz stumm schalten, bevor wir überhaupt reingucken. Das ist halt im Hintergrund. Oder nicht stumm schalten. Ich habe stumm geschaltet. Was soll das? So, perfekt. Liebe Leute, wir hüpfen noch rüber zum lieben FW Loki. Lass ein bisschen Liebe gerne beim lieben Loki da. Kanal raiden. Und wie auch eben schon gesagt, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Zocken. Haut rein, Leute. Bis dann. Liebe geht raus an alle und lasst auch bei ihm Liebe da. Tschüss.